Zusammen. Ich habe auf Aufnahme gedrückt. Passt das? Ich habe es gesehen, das passt. Es ist mir immer so wichtig, Udo, UP. Das Einzige, wofür ich jetzt da bin. Es ist das Verstehen, die Selbsterkenntnis. Das ist ein komplettes Loslösen von dem bisherigen Denken. Ja. Das heißt, um das zu wiederholen, die Einseitigkeiten, das ist alles, was Menschen, die in dir auftauchen, in deinem Traum, dir erzählen, ist geistlos nachgeäfftes Wissen, es ist Schwamminhalt. Ja. Auch das eigene Wissen. Ja. Und ich beweise hier mehr oder weniger mit einer hundertprozentigen Genauigkeit, dass es zum Beispiel keine Trennung gibt zwischen den Sprachen. Da ist ein ursprünglicher Urgrund da, das ist das, was ich die Vatersprache nenne. Und dann siehst du über die Lautwesen, ob das jetzt semitische Sprachstämme sind, ob das asiatische, sinologische Sprachstämme sind, chinesisch, diese chinesische Richtung, ob das die indogermanischen Sprachstämme sind, dass die alle ein verbindendes Parameter haben. Das ist erst einmal der Geist, der sich die alle ausdenkt. Ja. Und dann wird über die Lautwesen, die Kleinigkeiten, wo ich jetzt reingestellt habe, dass also hier, um das nochmal klarer zu machen, Konfuzius zum Beispiel. Dass Ja. das eigentlich nur Adam heißt. Du kannst es hundertprozentig nachprüfen. Das sind diese Kleinigkeiten. Ich habe jetzt ein paar Gespräche noch geführt und dann ist es gar nicht auffallen, wenn ich dann hier das Loch oder die Öffnung. Das ist das Kong. Ja. Das chinesische Kong heißt ja Loch und Öffnung. Das ist eigentlich im Hebräischen Nekaba, das Weibliche übersetzt. Ja. Und Fu ist ja der Ehemann. Und C heißt dann auch der Sohn, die Wurzel. Und jetzt stellst du fest, dass also hier das Segerwene Kaba, das Männliche und das Weibliche steckt in dem Wort Kong Fu Zi drin. Alles göttlich Dasselbe verknüpft. können wir jetzt mit Lao Tse machen. Da Ja. hast du dann auch den Sohn, die Wurzel mit drin. Oder dann hier eine Unterform übrigens, wenn du dir die Zeiten anschaust, dass also hier in den Mann ist oben ja dieses Ben-Zeichen mit drin, Ja, das wir heute Morgen nicht reingestellt haben. Wir können uns das ja kurz nochmal anschauen. Ich tue mal bitte. mein Bild, ich hoffe, ich haue das jetzt hin, dass ich warte mal einen kleinen Moment, dass ich mein Bild übertragen kann. Na, sonst tue ich die Aufnahme Ja, stoppen. nee, lass mal weiterlaufen. Das wird schon hinhauen. Wir gehen einmal davon aus, dass das hinhaut. Wir schauen da ganz einfach mal. Ich mache mal Bildschirm dahin. Das mache ich mal mit Audio. Vielleicht brauchen wir das. Dahin beginnen. Hast du mein Bild? Hat es Ja, umgeschaltet? jetzt hat sie umgeschalten. Ja, Das, ja. dann haut es doch alles hin, wie es sein soll. Es Ja. passt eh immer, auch wenn es nicht so hinhaut. Dann hast du bloß wieder eine Vorstellung, dass was so sein müsste, wie du das haben willst. Und jetzt übertrage ich da einfach mal unseren Update-Kanal. Da müsste das eigentlich alles drin sein. Dann schauen wir uns Ja. das mal an. Da ist nämlich so viel, nicht ganz so viel Zeug drin. Ja. Ich fahre mal da ganz kurz ein wenig hoch. Das war also das mit dem Mittelpunkt, Ja. dieses Filmchen, wo ich eingespielt habe. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, wenn irgendetwas auftaucht, dass Ja. alles mit einem zusammenhängt und das verbindende Parameter bist du selbst. Bin ich, Und ja, man ist Geist. als normaler Mensch so unheimlich oberflächlich. Diese Arroganz im Menschen, der ständig einseitig urteilt. Ich Ja. muss einen Zustand, ich Geist muss einen Zustand kriegen, dass ich anfange, mich selbst zu beobachten. Wie ich werde, wie ich ständig Einseitigkeiten anstrebe. Ja. Es ist ein Prozess, dass ich immer und immer wieder einfache Sätze wiederhole. Ja. Es ist zum Beispiel die Sache, was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Und dann sage ich immer, frag einfach mal einen Bauer, dann kriegst du die richtige Antwort. Dann wird er dich anschauen und wird sagen, ich brauche beides. Ja. Das leuchtet auch jeden Menschen ein. Aber wie sieht es aus, wenn wir reden, was ist besser, Gesundheit oder Krankheit? Oder Frieden oder Krieg? Ja. Und dann kippt es schon komplett in die Einseitigkeit. Und wenn ich die Symbolik verstehe, darum weise ich nochmal darauf hin, jede Polarität gehört zusammen wie ein Wellenberg und ein Wellental. Und es gibt eine vollkommen neue Qualität im ewigen, zeitlosen Hier und Jetzt. Wenn ich Ja. aufgehört chronologisch zu denken, sondern ich drehe es in die Transversale, Licht bewegt sich transversal im Hier und Jetzt.
Das ist dieser ständige Wechsel von Bildern. Und dann kann man das ganz einfach erklären. Sonnenschein und Regen leuchtet jeden ein. Und ich sage jetzt immer, der Sonnenschein ist der Frieden und der Regen ist der Krieg. Ja. Und dann wirst du feststellen, dass du beides benötigst. So wie du den Sonnenschein und den Regen benötigst und du benötigst auch die Gesundheit und die Krankheit, weil es das eine ohne das andere nicht gibt. Aber um das ganz einfach nochmal zu erklären, geistiges Wachstum erfordert ständige Gestaltveränderung. Der Sonnenschein ist der Wachstumsprozess. Der Regen entspricht dem Krieg der Zerstörung. Ja. Der Säugling, wenn der wachsen will, muss dieser Säuglingskörper zerstört werden, dass daraus ein Schulkind wird. Das ist die ständige Umformung. Genau. Und du benötigst beides, um diese Verwandlung herbeizuführen. Das ist dieses Prinzip von Vishnu, Brahma und Shiva. Ja. Shiva ist der Zerstörer, der eigentlich, der am meisten in diesen Glaubensreligionen, wo man Shiva anbietet, es gibt am meisten Shiva-Tempel. Es wird keiner dieser Götter mehr angebetet wie Shiva. Weil der nämlich die Veränderung des Wachstums bewirkt. Ja. Und du kommst mit deinen Feindbildern, mit den Einseitigkeiten nicht weiter. Und jetzt sagen wir hier, also packt alles zusammen, wir gehen nach Hause. Das Ja. ist eine Stelle, die ich reingestellt habe. Ich mache das nochmal einen Filmausschnitt bei 1,57, 7,30. Die 7,30, 7,3 haben wir ja eh schon zigfach gehabt. Das passiert in den Geschichtsbüchern, du kannst bei Wikipedia nachschauen, 484 vor Christus. Es geht hier nicht um chronologisches Denken. Du musst hier ganz, ganz in einen ganz anderen Bereich gehen und dann haben wir hier die acht, die große Kollektion und Hüben, die Reihe. Immer dran denken, wenn ich die Reihe sage, die D des Dalet ist die 4. Ja. Die rote 4, die zwei roten 4 backen sich jetzt zusammen in die 8. Ich habe in vielen Selbstgesprächen darauf hingewiesen, mein kleines Bild anschauen, wenn du Ja. Spiegelungen hast, unsere 3. Wenn ich hier 3 mache und ich mache gespiegelt nochmal 3, kriege ich Ja. 8. Acht. Weil die 2 nämlich, und jetzt machen wir unseren Tetraeder. Unseren Tetraeder, die Spitze, die 2, die wir übereinander schieben. Ja. Das sind 2 und jetzt kommt dieser große Trick halt, dass das Wort 3 mit einem Dalet beginnt, was aber im Griechischen wie ein Dreieck aussieht. Ja. Und die rote 4 ist der Abschlussspiegel. Das heißt, dann sind innen die 2 roten 4. Ja. Und die machen dann die 8 in der Mitte. Das Genau. bedeutet das hier. Ja. Okay, und jetzt schauen wir hier ganz kurz nochmal weiter. Jetzt habe ich hier ganz einfach das erste Mal. Eigentlich, ich würde mit diesem Totalwert 484. Ja. Das ist zum einen in unserer Mitte, inmitten von uns. In unserer Mitte, im Mittelpunkt. Punkt. Das Ja. ist Devav-Kaf. Das heißt nämlich die Mitte und das heißt dann uns. In unserer Mitte. Absolut korrektes Hebräisch. Dann der nächste mit 484. Auf ewig für immer. Im Meer. Hat Ja. denselben Wert. Das ist schon ganz grob und das ist der Reichtum, der bereitet wird, der schon immer fertig ist. Berei im Spiegel gespiegelt. Im Spiegel Ja. gespiegelt et Augenblicke. Im Spiegel gespiegelte Augenblicke. Berei t et. Ja. Wir können das dt auch noch 9,9 lesen, aber da wird jetzt zu weit führen, würde ich wieder zu weit ausholen. Ja. Dann mal nochmal der 484, das ist seine Seligkeit. Der Zeuge bis Ewigkeit sitzt in diesem Mittelpunkt. Ich muss irgendwann einmal akzeptieren, dass es hier jenseits deines naturwissenschaftlichen und religiösen Denkens eine Ordnung gibt, eine göttliche Ordnung gibt, die alles übersteigt. Ja. Es wird niemals irgendein Gedanke von dir verstehen, weil Gedanken von dir sind Existierendes und Existierendes ist vergänglich. Ja. Du solltest dich irgendwann einmal fragen, was ist in mir drin, dass ich das einfach nicht akzeptiere. Wenn ich immer sage, ich spreche zu den Geistern, mich jetzt mal. Ja, Da waren jetzt Unterbrechungen, bitte. Ich spreche zu dem Geist, der mich ausdenkt. Mich jetzt Und weil die jetzt ja gar nicht existiert. Was für dich existiert, ist eine Lautsprecherstimme. ja. Es geht darum, sich bewusst zu machen, was jetzt wirklich da ist. Ja. So, und jetzt kommt der Mittelpunkt und jetzt lasse ich den Film mal kurz loslaufen.
Welche Freude! Der Ton ist da, ne? Ja. Vater, Meister Kung ist unterwegs. Er wird bald hier sein. Geh ihm entgegen. Das ist übrigens der König, der hier seinen Meister verbannt hat. Der musste dann ein ganzes Leben hier als Bettler herumziehen und jetzt erkennt er eigentlich, was für einen Fehler er gemacht hat. Ja. Und dann geht ihm entgegen und er stirbt dann, aber das ist jetzt eigentlich sekundär. Worum es mir jetzt geht, hier diesen Mittelpunkt, dass du die Synchronizitäten merkst, die sich hier abspielen. Und jetzt kommen wir ganz, ganz einfach einmal hier in diese Kleinigkeit rein. Wir schauen uns einmal diese Wörter genauer an. Ja. Mir geht es hier meinem Menschensohn als dritter Adam. Wenn man das nicht kennt, das sind kleine Auszüge aus dem ersten. Ich sage immer, es gibt einen ersten Adam, einen zweiten Adam und der dritte Adam. Der dritte Adam ist das, was man in der Mythologie den Jesus nennt. Ja. Im Christentum. Mhm. Und jetzt schauen wir uns das einmal an, der Konfuzius. Ja. Das ist ja die Geschichte von Konfuzius. Das setzt sich hier aus drei chinesischen Schriftzeichen zusammen. Kong-Fu-Zi. Kong, das ist Kong-Fu-Zi. Ja. Genau. Das wird übersetzt als Lehrmeister Kong, der Meister Kong. Ja. Und jetzt wirst du feststellen, dass hier eigentlich das Wort Adam drin steckt. Ohne Wenn und Aber. Wir wissen, Adam ist ja Vers 26, 27, Seger wie Nekaber, das wird übersetzt als männlich und weiblich, aber Seger heißt eigentlich G-Denken, das ist unser G-E-Quadrat, fängt an zu denken. Ja. Und die Nekep, die Nekaba, das weiblich, was als weiblich übersetzt wird, da stehe ich jetzt nicht rein, habe ich tausendmal erklärt. Ja. Heißt hinein. Ja. Und das weibliche ist das Loch. Jetzt ist aber Loch, wenn man El, Waf, Chet hebraisieren, heißt es definitiv wieder die Lebensfrische. Genau. Ja. Das lebendig wirst du, wenn du zum Träumen anfängst. Und dann kriegst du eine kreisende Öffnung mit zwei Facetten. Und die sind immer nun. Das ist zwei aufgespannte Existenzen in einem Geist in der Synthese. Das ist die Öffnung im Loch. Das sind unsere Gedanken, wenn die eigentlich genau genommen so kreisen. Das steht ja schon da, wo man das lesen kann mit der Vordersprache. Ja, ja. Das ist kein hingebogenes System, so nach dem Motto hier, manche sagen dann, dann wird ja alles stimmen, sag ich Bingo. Warum mal, was hier drin ist, dass es einfach nicht wahrhaben ist. Es kann nicht alles richtig sein. Das sagt man vollkommen selbst, den Heiligen der Geist. Ja. Okay, wir haben jetzt also hier das Weibliche und jetzt schauen wir uns einmal die zwei chinesische Zeichen an. Mhm. Das ist einmal Kong. Ja. Das ist die erste Silbe. Genau. Kong bedeutet das Loch, die Öffnung. Ja. Dann heißt es auch die Höhle. Das ist ein unterirdischer Gang im Hebräischen. Hm. Ich muss jetzt doch schnell reinspringen hier, dass wir uns das nochmal anschauen. Das ist also Nekep. Ja. Das ist jetzt Loch. Mhm. Bezeichnen, durchbohren, durchstechen. Denk einfach an die Frau. Ja. Nur wenn wir hier hin dran machen, dann kriegst du die Höhle des Femininum, darum nennt man das auch weiblich ein unterirdischer Gang. Ich bewege mich praktisch in diese Höhle, in eine Frau hinein als Mann. Ja. Der Mann selber ist Seger. Das eigentlich Gedenken heißt, die Erinnerung, ein Erwecken im eigenen Innern ist nur möglich, wenn du plötzlich als Mann eine Frau kriegst. Ja. Das ist das Spiel zwischen der Eva. Die Erwähnung des Gedenken. Ein Denken an, im Gedächtnis behalten. Sich erinnern, das kann nur der Mann. Der Mann ist das Männliche. Das ist zum Beispiel in dem Genderwahn. Wenn du jetzt Zeitungen liest, mit aller Gewalt zu meinen, Mann und Frau gleichschalten zu müssen. Was ja richtig ist. Ich sage, Wellenberg und Wellendahl ist eine Welle und Mann und Frau ist ein Mensch. Ja. Mann und Frau. Träumender Geist und Traumwelt in eins geht. Das ist der Mensch. Das ist es. Jetzt Gott auch weiblich zu machen, um das gleich zu machen, ist ein Blödsinn. Ja. Es ist nur immer eine Entheiligung, weil sie die tiefe Symbolik, der normale Mensch will mit aller Gewalt ein einseitiges Ergebnis intronisieren als Heiligkeit. Gesund sein. Solange du gesund bist, bist du nicht krank.
Gesund und krank ist eine Welle. Das nennen wir dann Heiligkeit. Ja. Okay? Das ist also dieses Spiel, wo wir hier schon mal besitzen. So. Also wir haben hier die Öffnung und jetzt haben wir den HWH. J ist der Mann, die rote J, das ist der kleine Gott, und HWH ist die Höhle, genau. Die Frau. Ja. Was ich immer wieder nur sagen kann, das hebräische Wort für Eva schreibt sich Shava. Ja. Das ist die Eva und darum heißt es auch etwas ausdrücken, aussagen und ein Erlebnis haben, etwas erleben. Das, was du erlebst, ist letzten Endes das, was du dir ausdenkst. Das ist deine Frau, darum ist es die Eva. Und der Adam ist Seger Wenighaber. Er ist der Denker, das Gedenken, geistig bewusstes Denken und das, was er sich ausdenkt. Er ist immer El Hayom, das Meer und die Gedankenwellen, die hier in einer ständigen Veränderung sind. Genau, so ist es. Ganz simpel. Das ist, und wie gesagt, wenn wir auf die Zahlenebene gehen, ohne darauf einzugehen, wird es dann noch Arithmetik. Ja. Darum ist bei der Eva der Pyramidenwert 41. Was ist 41? 41 ist arm. Das ist die Mutter, die Ahnfrau. Das ist einmal das Spiel. Also gut, jetzt haben wir unseren Kong. Jetzt schauen wir mal weiter. Fuzi heißt Meister. Die zwei gleichzeitig, aber die schauen wir uns jetzt einmal einzeln an. Das Fu heißt der Ehemann. Wir sind beim Adam. Der Adam ist sehr wenig, aber der Gatte, der Mann. Ja. Und das Zi, einzeln ist der Sohn, im Mann. Ja. Das ist J-C-H, I-C-H, im Vater, in UB. Und das ist der Samen, der mehr oder weniger die Frau befruchtet. Ja. Und darum ist es auch der Sohnenmann. Das ist der Kern und das Ei. Und ich mache jetzt die Ei, er hast, der Schöpfer Gott ist E-Quadrat. In einem Kopf. Ja. Das sind die Eier. Göttlich. Das ist göttlich. Jetzt habe ich hier den Sohn. Beachte, der Sohn ist Ben. Ja. Wir haben natürlich jetzt, ist es der Sohn, ein Menschensohn in Bezug auf sterbliche Säugetiere, auf Enosch, oder ist es der Menschensohn in Bezug auf den Menschen Adam? Mache ich jetzt Ben. Ja. Dieses chinesische Zeichen spricht man Ben aus. Übrigens in Kantonesisch, wenn ich, nicht in Mandarin, aber das ist jetzt mal nebensächlich. Dieses chinesische Zeichen heißt Ben. Ein bewusster Geist, Ben Adam, das ist der Menschensohn. Wir können natürlich auch einen Bar Enosh machen, das ist Aramäisch. Das ist übrigens die Sprache von dem Jesus, den wir uns ausdenken in die Vergangenheit. Ich habe Aramäisch gesprochen, da heißt es Baranosh. Baranosh. Wenn du hier das, wo man das schön sieht, ist, wenn man von Mel Gibson jetzt neuzeitlich gedacht, gibt es doch diesen Jesus-Film, diesen grausamen, wo ich so dahin geschlachtet werde. Und der ist ja nur in Originalsprache mit Untertiteln. Ja. Da habe ich auch schon mal darauf hingewiesen, das ist hochinteressant. Wir denken uns jetzt, dass der Film in der Vergangenheit gedreht wurde. Und wenn du das schaust, dieser Originaltext muss ja synchronisiert sein. Wir gehen einmal davon aus, dass diese jetzt ausgedachten, von uns ausgedachten, logisch ausgedachten amerikanischen Schauspieler, die diese Rollen spielen, da in dem Film, die Vertonung nur aramäisch ist, dass du genau, wenn du hinschaust, die sprechen vollkommen lippensynchron. Ja. Ich glaube nicht, dass diese amerikanischen Schauspieler, die ich mir jetzt denke, dass die aramäisch sprechen. Ich sage dir, das ist ein vollkommen akzentfreies Aramäisch. Ja. Ich weiß, wovon ich spreche. Und da sagt Jesus immer zu sich selber, Baranosh. Ja. Das ist aramäisch, Bar, ist sehr, sehr interessant. Das heißt nämlich auch das Äußere. Ja. Ist aber auch der Sohn. Ja. Und Anosh ist Enosh. Das hängt jetzt davon aus. Also auf Aramäisch spricht man das Anosh aus. Und das ist jetzt der Mensch, Krengeng. Wieder ein N dazwischen. Anosh, Waff, Entschuldigung. Jetzt hast du den Mensch, das ist der gefährliche Mensch, das wildeste Tier, das die Erde betritt, die wir uns jetzt ausdenken. Heillos, hoffnungslos, tödlich, unheilbar krank. Das sind die Menschen von Sodom und Gomorra. Ja. Das sind die Menschen, die in deinem Traum als KIs in Erscheinung treten. Mhm. Betonung liegt auf unheilbar krank. Du kannst einen Gedanken von dir nicht retten. Nein. Alles, was existiert, ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Du kriegst es wieder zurück. Denk, was ich zu dir gesagt habe. Ich habe dir dann Doni, zur Helene jetzt, ich habe dir dann Doni nicht weggenommen, ich habe ihn dir zurückgegeben.
Ja. Du musst wieder vollkommen eins werden. Wenn du keinen Gedanken mehr denkst an den, der du jetzt zu sein glaubst, dann bist du auf einer höheren Ebene. Ja. Und du wirst merken, wie hartnäckig der Zweite, das Ego in dir versucht, diesen Gedanken deines blauen Ichs am Leben zu erhalten. Ja. Okay, wir machen doch mal weiter in unserem Paranosch. Ja. Also dieser Ben, jetzt schauen wir uns das Wort Ben, das wird jetzt Ben, da kannst du, wenn du das aufrufen tust, auf der Internetseite, auf den Übersetzer kannst du es aussprechen lassen. Das ist der Ursprung. Ja. Die Wurzel. Dann heißt es auch ein männlicher Vorname, auch im Hebräischen. Das ist natürlich alles Zufall, weil die chinesische Sprache hat mit semitischen Sprachen überhaupt nichts zu tun und die haben mit den deutschen indogermanischen Sprachen nichts zu tun. Und das Ben Adam ist der Stamm, der Wurzelstamm, die Wurzelknolle. Wir können da aber weitergehen. Das hast du auch jetzt blau gelesen. Das Kapital, ein todbringendes Verbrechen. Ein Block, ein Zeichenblock. Habe ich doch erklärt, was der Block ist. Müssten wir jetzt wieder rein. Der hat nämlich auch zwei Seiten. Eine raumzeitliche Öffnung. Ja. Wenn wir das jetzt rot machen, ist das Bewusstsein geschlossen oder raumzeitlich geöffnet? Öffnet. Das hebräische Wort für Block ist das einmal ein Folterinstrument. Du wirst auf den Block gespannt, das heißt, du wirst gevierteilt. Das ist unsere 1-4-Struktur. Ja. Die Facetten alternieren. Intellektuelle Existenz ist Struo. Struo heißt ausgestreut. Mentio Wissen heißt etwas überlegen und Lügen verbleiben. Ja. Das passiert in dem blauen Ruch, das sind die 4 Himmelsrichtungen. Ja. Hebräisch Ruch blau geschrieben. Es ist aber auch eine Schiene zum Heilen eines Bruches. Das ist die positive Seite. Dass wieder was zusammenwächst. Ja. Und das Ganze heißt jetzt noch Kalgen. Und da haben wir jetzt Kaal, wie Gott, wie das Nichts, das Kennen, jetzt zu einem Fundament wird. Ja. Das Ment, Fundament, Instrument. Struo heißt ausstreuen. Das Geheimnis, das widerlegt wird, sein Geheimnis, das ist das Spiel der Vordersprache. SDR, wissen wir, Zeichenfach ist die Hayom, das Meer, die Lichtkeit, wie buchstabiert, ist das GE-Quadrat, der Geist ist ICH, JCH, wir zwei sind eins. Ja. Das ist der Unterschied zwischen Ben Adam und zwischen Paranosch, der Sohn von sterblichen Säugetieren. Ja. Die Geschichte von Barabbas. Bar-Abba. Bar-Abba. Das sind die Namen. Nomen ist Omen. Aber das gilt nicht nur für Hebräisch sondern, oder Lateinisch, das gilt für alle Namen. Aber dasselbe heißt ja auch im Widerspruch stehen. Denk einfach an eine Spiegelung. Ja. Und widerlegen. Deine Gedanken legst du ja vor dich hin. Du denkst sie dir ja aus. Genau. Wenn wir da Waff dran machen, das ist eigentlich dann sein Geheimnis, sein Versteck. Jetzt haben wir das Eck, weil wir das zurückmachen. Ich will dann noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Übrigens, wenn ich immer diesen unseren Tetraederstand jetzt mache, aus zwei Tetraedern, die setzen wir zuerst einmal normal aufeinander, dann haben wir dann praktisch diesen Sechsfläche haben, diese Tetraederpyramide, und ich drehe die um 45 Grad. Ja. Das ist der Adam, nach Adam Riese. Was aber hier das große Geheimnis ist, dass die Symbolik sehr tiefgreifend ist. Wenn du nämlich jetzt wieder in unser Spiegeleck reinschaust, denk wieder hier, wir haben zwei Wände und die Decke. Ja. Genau. Jetzt hat es wieder ausgesetzt. Bitte von der Decke weiter. Kein Ton. Bin ich da? Von der Decke bitte weiter. Ja, wenn wir jetzt hier die Decke, wir haben die zwei Wände und die Decke machen wir, denken wir uns in einer Ecke einen Spiegel in einem Raum. So ein Spiegeleck. Und dann habe ich immer wieder gesagt, wenn du das jetzt aufbaust, das haben wir ja mit dem Doni schon gemacht, wenn du jetzt hier 90 Grad drei Spiegel aufeinander stellst, dass du eine Spiegelecke kriegst und du schaust in die Spiegelecke rein, dann wissen wir, stehst du auf dem Kopf spiegelverkehrt. Ja. Und jetzt kommt der große Witz, wenn du das Ding jetzt drehst, dieses Eck, wo du direkt reinschaust,
Ja. Wenn du das drehst, ändert sich an dem Bild überhaupt nichts. Nichts, ne? Du bleibst absolut statisch auf dem Kopf stehen, spiegelverkehrt. Genau. Darum ist jetzt, wenn wir jetzt hier zwei Spiegel gegenüberstellen, das, denk an unsere Kamera obscura. Ich muss jetzt Ja. das so ausdrücken. Es spielt keine Rolle, wenn du diese Tetraeder drehen würdest. Ja. Gilt für jede Ecke, wenn wir in die Mitte was reinstellen und du schaust in diese Richtung, wenn wir das drehen, verändert sich nichts. Nix, ne? Das auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt und gegenüberstehen, wenn du in die Richtung schaust, bist du auch auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt, das ändert sich nichts. Na. Aber wenn man jetzt die zwei, und jetzt ist natürlich das, was in der Mitte ist, ist das, was du dir denkst, hast du zweimal auf dem Kopf stehen, spiegelverkehrt und die in der Synthese fallen dann in dem Punkt, in dem bloßen Punkt zusammen. Was, das klingt jetzt sehr wirr, irgendwann wirst du es vielleicht einmal verstehen. So, dann ist es weiter. Ich war jetzt nur bei dem Block. Wollte das nur erklären, dass hier ganz wichtig ist, dass jetzt hier dieses Stru-Instrumentzimmer, heißt, sei geheim, sei verborgen, je nachdem, wie wir das jetzt hier vokalisieren, sie sind verborgen, sie sind geheim und so ausgesprochen, als sein Verborgensein und sein Geheimnis. Ja. Das ist übrigens der Atbaschwert. Dein eigenes Geheimnis ist die 92. Und was ist die 92? Das ist das Dodo, das ist die sogenannte Schildkröte. Ja. Schindlet, das Deckeltier. T-Eck, im Genau. geschlossenen Eck. Und Schin-Ilet heißt ja eben der Logos des Kindes, Das. Karöde und unser Adam, von dem wir Genau. jetzt die ganze Zeit unseren von Konfuze, heißt ja auch Rot, die Ja. Röde der Rode. Darum ist eine Schin-Ilet-Kröte praktisch hier wie der Adam. Genau, so ist. Verknüpft sich das langsam. Nichts und niemand in deiner Welt weiß das, außer die wenigen, die von mir die Ohrenbohrungen bekommen haben. Ja. Darum sind wir jetzt Ben, heißt auch das Buch. Ja. Das nenne ich die Ohrenbarung. Ja. Das Heft. Genau. Als Adjektiv heißt es ursprünglich. Und ich sage doch immer, ich bin der Erste. Und glaub mir, keiner ist seriöser wie ich. Und So so ist's. beginnen die Ohrenbarungen. Ich bin nur ein kleines Buch. Nach dem Vorwort. Ein Phänomen, das Phänomen einiger mit Druckerschwärze bekleckerter Blätter. Und obwohl ich nur unbesiedelte Materie bin, werde ich in dir, den mit Geist beseelten Menschen, rot geschrieben, ein neues Verständnis für deine Wahrheiten, W-Ecken. Doppelt aufgespannte Ecken. Ja. So beginnt unser Spiel. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen gewesen wäre. Ist natürlich, wenn einer was nicht glauben will, dann will es halt einfach nicht glauben. Ja. Und jetzt habe ich ja heute Morgen, was ich dir ja auch nochmal geschickt habe, jetzt gehe ich da nochmal drauf ein. Das ist eigentlich hier dieses große, dieses Spiel der Liebe. Und dann habe ich jetzt hier das Ganze. Ton ist da. Ja. Genau zuhören. Welch ein Buch im Leben, welche Art von Buch wär ich? Eins, das noch nie da gewesen, wäre ich ein Buch für dich. Oder legtest du nach dem ersten Satz die Story aus der Das Hand? machen die meisten Menschen. Ja. Ganz, ganz wenige, in denen die Ohrenbohrungen aufdrehen, die lesen zwei, drei Sätze und dann wissen sie, dass das scheiße ist. Und damit sprechen sich die, die lesen, wohlgemerkt, es geht immer um einen bewussten Geist, sprechen sich ihre eigene Geistigkeit ab und Ja. die kommen dann wieder in das tausendjährige Hirnfeuer. Ja. Zeit spielt in einer zeitlosen Ewigkeit keine Rolle. Eine Das, Rolle. was die Rolle spielt, ist die Zeit. Aber das ist eine ständige Veränderung im Hier und Jetzt. So ist. Da Ja. kommt dann dieser entscheidende Satz hier drunten. Wirst du verstehen, was ich UB sagen will und was nur zwischen den Zeilen steht? Z wie ischen. Z Waff, Befehl, Ja. Order,
Der Preis hier, die Geburt von was doppelt aufgespannt, Wellenberg und Wellendal plus minus immer gleichzeitig da. Und Genau. duschen heißt schlafen und all So. dem. Was kein Satz verrät, ein Buch, das mit dir weint, das habe ich jetzt so gelassen, doppelt aufgespannt ist wieder eint, zu einer Einheit macht. Und lacht. Nicht Auseinandergeschmissene Strecken, logisch berechnete Ecken, hebräisiert. Spar mir das jetzt reinzugehen, Vordersprache Genau. lockt. Dass dein Begleiter ist bei Tag und Nacht, mit dir träumt und mit dir wacht. Das Buch, das du manchmal hast und liebst, das Buch ist dein Leben. Ich sage immer, das ist dein Intellekt, das ist das Lebensbuch. Dass du mit mir schriebst, wir sind nämlich eins. Ich bin du und du bist ich. Es wird mit dir enden, jener Band, der Bände spricht, E-Quadrat, JCH, ICH, in einem Kopf, verlässt dich nicht. Wenn das Blatt sich plus minus ist wieder null. Und wir öffnen jetzt ein vollkommen neues Buch. Wenn das geöffnet wird, ist kein Hauch von Gedanken mehr an den, der du jetzt zu sein glaubst. Ja. Das, was gleich bleibt, ist der Leser. Und du kriegst eine neue Lebensgeschichte. Und ich sage, der einzige Unterschied, der große Unterschied besteht darin, dass ich dir jetzt, dir Geist, nur dir, nur einem Allereinzigen, nicht irgendeinen ausgedachten Menschen, Na. sondern dem, der sich die ganze Menschheit ausdenkt, der sich das heliozentrische Weltbild ausdenkt, der letztendlich nur bis dato einen geistlos nachgeäfften Schwamminhalt sich vorgestellt hat und meint, das ist alles da außen, was er sich ausdenkt. Der normale Mensch, der in dem Wahn lebt, dass er meint, er hat mit dem, was er sich jetzt denkt, nichts zu tun. Zu tun. Es ist hundertprozentig sicher und ich bleibe jetzt immer, ich habe das so oft gesagt, ich wiederhole, ich bleibe jetzt einmal nur im Bereich deines Denkens. Du Geist sinnierst, da ist der Sinus schon mit drin, über irgendwas, du machst dir über irgendwas Gedanken. Dann Ja. muss dir klar sein, dass jeder Gedanke, den du denkst, in dem Augenblick, wo du ihn denkst, so eine Information von dir, die du siehst. Ja. Und das, was du denkst, wird für dich genauso sein, wie du dir das denkst. Jede logische Erklärung, die du dir denkst, wie was funktioniert, ob du dir das prinzipiell denken kannst, ob du dir einen Verbrennungsmotor denken kannst, hängt von deinem Schwamminhalt ab. Ja. Du musst wissen, alle Zeiten sind gleichzeitig. Wenn du jetzt die Rolle eines Ritters spielst in deinem Traum, da gibt es keine Verbrennungsmotoren, da wirst du auch nicht an einen Verbrennungsmotor denken. Ja. Und wenn du jetzt einen Captain spielst von einem Raumschiff im Jahr 2400, immer jetzt, Ja. andere Roman, Science-Fiction-Roman, der ist nie in der Zukunft, das ist jetzt, dann gibt es auch wieder keine Verbrennungsmotoren mehr. Genau. So wenig, wie es in deiner Welt eigentlich noch aktuell Dampfmaschinen gibt. Du weißt zwar, weil du das gelernt hast, dass es mal Dampfmaschinen gegeben hat, dann weißt du, die haben irgendwann einmal vor ein paar hundert Jahren mit Verbrennungsmotoren gearbeitet. Aber das alles Wissen. Ja. Und die ist unendlich viel Wissen. Und du wirst mit ständig wechselnden Bildern konfrontiert und deine Vorstellung von Moral und von richtig und verkehrt hängt von deinem Programm ab, von deinem Intellekt, von deinem Glauben, blau gelesen, ein für wahr halten. Hör auf, was für wahr zu halten. Mach dir zuerst einmal bewusst, was jetzt wirklich hundertprozentig sicher da ist. Jetzt im Moment, was ist jetzt da? Ja. Und jetzt frage ich dich, hat jetzt die ganze Zeit der Kopf von dem existiert, der du zu sein geglaubt hast, wenn du existiert der Kopf, wenn du nicht an den Kopf denkst? Nein. Das ist übrigens, da fällt mir gerade so eine schöne Sache ein. Wo war das? Das hier. Glaubst du an Corona? Ja. Siehst du Corona? Nein. Kannst du Corona anfassen? Nein. Dann existiert Corona nicht. Hast du ein Gehirn? Jetzt müssen wir durch den Querdenker und den normalen Denker austauschen. Ja. Kannst du dein Gehirn sehen? Nein, was übrigens schon verkehrt ist. Das ist zumindest ein Gedanke, wenn du dran denkst. Ja. Kannst du dein Gehirn anfassen? Nein, dann hast du keins. Das ist natürlich jetzt sehr materialistisch, da kann ich sofort wieder Veto sagen. Es ist bei Holophilien geht es nicht, ob es was gibt oder nicht gibt. Es ist erst einmal hundertprozentig sicher, dass in dem Moment, wo du was denkst, existiert was. Diesbezüglich existiert jetzt selbstverständlich Corona. Weil wir denken jetzt an Corona. Ja, genau. Jetzt existieren Gaskammern in KZs. Jetzt. Weil wir denken jetzt an Gaskammern in KZs. Genau.
Jetzt existiert Superman. Weil jetzt denken wir an Superman. Jetzt existiert Rumpelstilzchen, weil wir denken jetzt an Rumpelstilzchen. Ja. Und selbst wenn ich jetzt sage, es existiert kein Rumpelstilzchen, immer dran denken, um was zu verneinen, musst du zuerst einmal das Denken, von dem du behauptest, dass es nicht existiert. Genau. Wenn du das verstanden hast und das, was du denkst, denkst du jetzt. Jetzt kannst du dir das natürlich in die Vergangenheit denken oder woanders hin denken. Es ist trotzdem bloß hier und jetzt. Das ist das Einzige, was man verstehen muss. Das ist der Schlüssel in eine unendliche Freiheit. Das gilt auch für dich. Genauer für das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Das heißt, jetzt denk an den Körper, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört. So, und jetzt kann ich mir wieder welche ausdenken, die nur Gedanken sind, die werden das sowieso nicht verstehen. Ja. Ob ich jetzt an ein Gehirn oder an einen Körper denke, egal an wen. Verstehen kann nur Bewusstsein. Und du bist das einzige Bewusstsein in deinem Traum. Ich sage, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt oder träumt jetzt. Ja. Was Holophilie passiert, das hilft dir dabei, wach zu werden. Jetzt darfst du aber nicht den Fehler machen, dass du meinst, Wachsein ist das Gegenteil von Schlafen und Träumen. Es ist wie mit Wellenbach und Wellendal. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Ohne das andere. Was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Nichts. Was ist ein Berg ohne ein Dal? Was ist die Höhe ohne die Tiefe? Genau. Die Ebene. Die Gag-Ebene, unser Wasserspiegel. Genau. Das Innerste. Das heißt, um überhaupt was erleben zu können, hat Geist nur die einzige Möglichkeit. Er muss in sich selber sich teilen. Das sind die Visionen. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt die Visionen in dir. Ja. Das gilt auch für das, was du auf die Farbbrille holst, das, was du realisierst. Das ist ja die große Falle der 4 Stufen der Vergessenheit, wenn du was sinnlich wahrnimmst. Aber es ändert nichts daran, auch deine sinnlich wahrgenommenen Informationen sind Informationen, die von dir erschaffen werden mit deinem Intellekt. Genau so ist es. Das ist das Einzige, worum es das da mal in Holofeeling geht. Das mit der Sprache ist eine ganz andere Ebene. Das ist ein hundertprozentig sicherer Beweis, dass du in einer Matrix, in einem Computerprogramm lebst. Ja. So, jetzt könnte ich ganz, aber das lassen wir, glaube ich, ich wollte jetzt noch darauf eingehen hier. Müssen wir ganz kurz schauen, ob ich den... Da können wir ganz kurz mal... Den Trevor Wein, den ich jetzt ein paar Mal schon gebracht habe, wo ich sage, ein alter, weiser Mensch, es bleibt aber eine Existenz, ein Gedanke von dir. Genau. Wenn wir da jetzt reingehen, ich habe zigfach erwähnt, stellenweise, es geht auch nicht, das zu schmälern. Ich schmälere prinzipiell nichts, was ich mir ausdenke, weil alles, was ich mir ausdenke, ist bewusst ausgedacht. Genau. Und was du dir ausdenkst, ist das, was ich dir denken lasse aufgrund deines Programms. Ja. Dass jetzt der Ich in keinster Weise dieser ausgedachte Udo ist. Der leidet auch nicht an einer Hybris oder an Größenwahn, wenn irgendeine das behaupten, streicht die sofort weg. Wir sind geistlose Namen, weil die nicht zuhören. Da kann ich tausendmal sagen, alles, was die Figur Udo, der Protagonist, Entschuldigung, der Antagonist Udo, du bist der Protagonist, du hast einen Joystick in der Hand, du bestimmst. Du bist der Richter über alles und jeden. Alles, was du jetzt hörst aufgrund der Ohrenbohrungen, ob du das jetzt selber liest, weil du dir die Bücher auf deinen Bildschirm holst oder wie auch immer auf deine Verabrede holst, oder ob du jetzt die Videos anhörst, Selbstgespräche anhörst, das sind letztendlich alles Informationen, die aus dir in dir auftauchen, was jetzt hier dieser Brüssel Udo behauptet, der Lautsprecher, das Pixelmännchen oder ein realer Udo auf der Verabrede. Ich sage immer wieder darauf hin, was Figuren in deinem Traum äußern sie, weil du das träumst. Ja. Es ist alles dein Wissen. Egal, ob du dir eine Vorlesung über Theologie, über Philosophie, über Chemie anhörst, auf deinem Computer, ob du das live in einem Hörsaal erlebst, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du träumst, kommt das Wissen alles aus dir. Ja. Es würde nicht existieren, wenn du es nicht träumst. Genau, so ist es. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Ein Kugelschreiber verfasst eine wissenschaftliche Arbeit. Das ist immer so oft darauf eingegangen. Ja, ja. Figuren in deinem Traum sind nichts anderes. Die machen das, was sie tun müssen. Ja. Da gibt es eine Hierarchie. Da muss man jetzt kausal schauen. Aber es geht hier um unendlich viel Wissen.
Was hier wichtig ist, wo die große Falle ist, ist immer wieder, da bricht voll die Esoterik durch mit Wünschen. Wenn man sich dieses Video jetzt hersucht, anhört, wo er dann ganz stolz sagt, hier, wie man das macht, wenn man im Jetzt ist, wenn man Bewusstsein ist, man ist nicht der Körper, wie er sich dann sein 500 SL materialisiert hat, den hat er geschenkt bekommen, oder seine Villa auf den River, die er geschenkt bekommen hat, dass man sich, das ist jetzt die Schiene for the Secret, diese amerikanische Szene. Viel Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen. Ja. Das wird aber nicht für alle funktionieren. Mhm. Es können nicht alle irgendwelche Bücher schreiben und ein Schweinegeld damit verdienen. Ja. Dass ihnen gut geht. So wird es nämlich dargestellt, weil sein Glück, den er hat, was das Hauptproblem ist, er strebt immer noch einseitige Ziele an. Ja. Das heißt, wenn du Geist bist, wirst du wunschlos glücklich sein. Egal was ist. Egal welches Wetter ist, weil du weißt, es ist gut, es ist wichtig, es ist ein winziges Puzzlestück von meinem eigenen heiligen Ganzen. Jawohl. Und dann kriegst du eine vollkommen neue Art von Frieden. Deswegen spitzt du deine Rolle trotzdem weiter. Wenn du was bekommst, Geschenk bekommst, kannst du dich trotzdem freuen. Aber die Freude ist nicht die Freude, die der erlebt, der vollkommen mittig, wunschlos glücklich ist. Ja. Es ist eine Freude, die in einem gewissen Maß gespielt wird. Mhm. Darum sage ich immer wieder, auf der unteren Ebene, alles, was du an anderen magst, magst du dir selber. Ja. Das heißt, sei bemüht, deinen Mitmenschen, deinen Bröseln, Brösel und der Brösel in deinem Traum Freude zu bereiten. Mhm. Auch wenn du weißt, dass die sich als Dinge, sich als Gedanken gar nicht freuen können, es wird deine Freude sein. Ja. Erinnerst du dich in diesen Ebenenwechsel, den ich einmal hier und jetzt gedacht, vor vielen Jahren, mein Mensch ärgert dich nicht spielt? Ja. In diesem Mensch ärgere dich nicht spiel. Was ist jetzt los? Jetzt hat mir hier der das rausgehauen. Holgerchen? Ja. Du mal, ich habe gerade eine Aufnahme laufen. Das Mensch ärgere dich nicht spiel. Das ist ganz interessant. Was passiert, wenn der Vater mit dem Sohn Mensch ärgere dich nicht spielt? Mhm. Das Kind will noch gewinnen. Ja. Und jetzt ist es das Schöne. Vermehrung von Freude kann nie der Sohn haben, sondern der Vater. Ja. Das heißt, was passiert jetzt, wenn ich ganz, ganz bewusst den Kleinen gewinnen lasse? Dann erzeuge ich in ihm Freude. Aha. Ja. Und ich habe die doppelte Freude, weil ich ja auch der Sohn bin. Der Vater und der Sohn sind genau eins. So. Eins mit dem Vater. Ja. Du kriegst jetzt Freude auf jeder Ebene. Du kriegst diese einseitige Freude des Sohns. Ich meine jetzt, verstehe die Metapher eines ausgedachten Kindes, weil das ja noch Freude ist, was Positives, und Verlieren ist was Negatives. Es erfreut sich noch an Einseitigkeit. Mhm. Wenn ich jetzt absichtlich die Gegenseite nehme, dass ich absichtlich verliere, habe ich das Plus und das Minus gleichzeitig. Ja. Und der das macht, der kriegt jetzt dann die wirkliche Freude, die die Synthese darstellt. Genau. Ich freue mich als Kind und ich freue mich als Vater, aber in der Vollkommenheit, in der Heiligkeit. Ja. Kannst du es ungefähr nachvollziehen? Mhm. Und das ist genau das, was ich hier bringe mit Puzzlestücke. Mhm. Du kannst ein Puzzlestück nicht rausnehmen aus der Datei. Die Bilder, die auf dem Bildschirm zack, zack, zack auftauchen. Ich mache das einmal weg, dass man seine Bilder wieder angeht. Ich will mal das ausschalten. Bin ich denn jetzt ganz doof? Habt ihr mein Bild wieder normal? Nein, ich muss noch teilen machen. Ja, das große Problem, Bildschirm da, jetzt haben wir, jetzt ist er da. Ja, jetzt ist es wieder in Ordnung. Ja. Ja, ich bin alt, ich kenne mich mit dem Computer nicht so aus. Die Primitiven zumindest nicht. Das ist dieses klassische Spiel, was ich immer wieder wiederhole, wenn wir eine Datei haben. Ich bringe übrigens jetzt gleich nochmal was Neues dazu. Wenn wir eine Datei haben, ist es unverändert, wenn der Film läuft. Und was jetzt ist, es werden praktisch in einem gewissen Maß bloß auf dem Bildschirm Einzelbilder herausgespiegelt. Ja. Aber ich sage immer wieder, jedes Bild entspricht einem Puzzlestückchen von dem Kontinuum, von dem Ganzen der Datei. Das ist jetzt eine Teilheiligkeit, könnte ich sagen, die Datei. Weil die ja wiederum, die Datei, der Film wiederum eine Facette von einer größeren Datei ist. Mhm. Unser klassisches Spielkollektion, Selektion, Kollektion, Selektion, bist du irgendwann einmal, wenn du das immer wieder runterteilst,
in diese Hochkonzentration von Bildern kommst. Ja. Musterbeispiel Internet. Mhm. Internet jetzt gedacht als Symbol der Ordner aller Ordner. Ja. Die Bibliothek, wie ich das auch nenne. Mhm. In dem Moment, wo wir ein Buch rausnehmen, einen Film rausnehmen, ist es ja eine Facette, ein Puzzlestück von dem Internet. Genau. Das ist mein Arbeitsspeicher und irgendwann kann man dann Einzelbilder auf dem Bildschirm holen. Mhm. Was hier sehr wichtig ist, habe ich gesagt, das sind nur herausgespiegelte Puzzlestückchen, die eigentlich gar nicht herausgenommen waren aus der Datei. Mhm. Ja. Und ich sage jetzt, wenn du ein Puzzlestück hast mit einer Nase, das passiert, wenn du beobachtest. Ich erkläre das immer und immer wieder, wenn du noch leidest, wenn du dich ärgerst, hast du nicht verstanden. Du musst erst einmal deinen Geist so weit erheben, dass du dich, dein Wertesystem, das Wertesystem, dein blaues Ich, die Person, die du zurzeit zu sein glaubst, als die du dich in deinem Traum erlebst, dass du inklusive des Intellekts, der zu dieser Person gehört, das große blaue Ich, der Mensch, dass du beobachtest, wie du reagierst. Mhm. Auf jede Kleinigkeit, wie du interpretierst, wenn ich immer sage, wenn du Hirnwichserei begehst, dass du einen kleinen Reizauslöser hast und dann schaukelt sich in dir eine Meinung hoch, die jetzt nur aus ständig wechselnden Informationen besteht. Ja, ja. Und dann wird dir diese extreme Einseitigkeit bewusst. Im Positiven, im Negativen. Wir machen einmal das Positive. Wir sagen mal ganz abstrakt den Gedanken, den du jetzt denkst, ist ein Puzzlestückchen und du darfst diese Gedanken nicht wollen. Wenn du irgendwas an einem Puzzlestück veränderst, zerstörst du das heilige Ganze, deine eigene bewusste Heiligkeit. Ja. Ein Puzzlestück, das wir jetzt rausspiegeln auf dem Bildschirm, ich mache das einmal so mit der Hand, ist so eine kleine Nase dran. Ja. Ja. Das ist das, was du jetzt merkst. Man neigt dazu, sich zu verbessern und die Nase wegzumachen. Nein, du musst dir das Gegenteil, die dazu, das Loch, wo wir gerade gehabt haben. Genau. Du musst das Loch als bewusster Beobachter noch. Denkst du dir einfach das fehlende, dazugehörige Loch und dann kannst du, wenn der Gedanke kann, er sich wieder anlegen, dann verschwindet er und du heiligst den Prozess. Genau. Hat ein Puzzlestückchen ein Loch, ich mache das einmal so, musst du dir die Nase dazu denken, dass du es anlegen kannst. Ja. Es geht nicht darum, ein fehlendes Teil in einem Gedanken, wo deine Logik sagt, da fällt was, den Gedanken zu verändern. Ich betone das immer wieder, wir haben das Haar. Deine ganze momentane Logik ist ein Haar. Und du sollst deine Logik nicht verändern. Es ist auch alles richtig, was du als richtig ansiehst und es ist auch alles verkehrt, was du als verkehrt ansiehst. Aber du musst jetzt klar machen, dass alles, was du als richtig siehst, auch verkehrt ist und alles, was du als verkehrt ansiehst, auch richtig ist, dass wir dann zuerst einmal zu diesen vier Seiten kommen. Ja. Dass du die Seiten austauschst. Mhm. Ist jetzt das die rechte Hand von dem Brösel-Udo oder die linke Hand von dem Brösel-Udo? Hängt davon ab, von welcher Seite du schaust. Ja, ja. Das ist in den Udanas, in meinen Buddha-Schriften, habe ich so oft gesagt, wenn man sich einmal die Mühe macht, das im Original zu lesen, da gibt es schon fast keine deutsche Übersetzung dazu, wenn man es dann wirklich im Original so übersetzt, wie man das gerade mit dem Konfuzi gemacht hat. Ja. Was du merken, das ist reines Hebräisch, Holofiling, Deutsch. Ja. Und da heißt es auch immer, wenn du am rechten Ufer des Flusses sitzt und du tust wohl dort allen Menschen, du bist der beste Mensch auf der Welt, du opferst dich für alle Menschen auf und jetzt wird hier über mehrere Seiten, wenn positive nach normaler, ich sage mal religiös-christliche Ethik, werden positive Aspekte eines Menschen, eines Gutmenschen dargestellt. Ja. Und dann kommt ganz am Ende der Satz, der, der das macht, der ist nicht gut. Und wenn du an der linken Seite des Ufers stehst, und jetzt werden alle Scheußlichkeiten der Welt aufgezählt, aber richtig plastisch, hässlich, mit Kopf wird aufgespalten und das Gehirn spritzt raus und so weiter und so fort, denke ich mir jetzt, der ist nicht böse. Mhm. Es sind einfach nur Protagonisten in einem Traum. Ja. Das erste ist einmal, was passiert, wenn du auf der rechten Seite des Ufers sitzt und du schaust auf den Fluss? In welche Richtung fließt der eigentlich? Fließt er. Das ist wie mit den Händen. Genau. Da ist wieder diese ganz klare Logik von der Quelle zum Meer. Mhm. Aber wenn ich nur an einem Teilstrich sehe, sehe ich eigentlich nur eine Flussrichtung, die sich austauscht. Fließt die von rechts nach links oder von links nach rechts? Ist die Quelle rechts oder ist sie links? Ja. Beginnen wir jetzt, wenn du zum Lesen anfängst, rechts, hinten oder links vorne? Die Dora wird ja praktisch, wenn du eine Dora hast und das Buch in der Hand hast, ist ja das Verrückte, dass das genau gespiegelt zu unseren Büchern ist. Genau.
Wenn ich jetzt ganz normal, ich nehme mal hier dieses Wörterbuch, was übrigens sehr interessant ist, das ist ein alter Langenscheid. Ja. Sehr, sehr abgegriffen, sehr zerlesen. Und ich habe schon, Langenscheid gibt es ja nicht mehr, hat sich schon wegrationalisiert. Die Firma Langenscheid ist Konkurs, hat es komplett eingestellt. Solltest du das nicht wissen, kannst du ja recherchieren. Und das ist jetzt das Hebräisch-Deutsch-Wörterbuch für Langenscheid. Mhm. Wenn du jetzt recherchierst, Langenscheid als Verlag hat niemals ein Deutsch-Hebräisch-Wörterbuch, ich sage mal, in Auftrag gegeben zu schreiben, sondern die machen ganz einfach Folgendes. Sie haben das von einem, jetzt sind wir natürlich voll raumzeitlich chronologisch, aber ich zeige dir wieder, wie schön das funktioniert, hat es von einem hebräischen Verlag übernommen in Lizenz und druckt es in Deutschland. Mhm. Jetzt ist es ganz interessant, jetzt nehme ich alternativ dazu mal den Gesenius, eine ältere Version. Mittlerweile besteht dieser Gesenius, besteht aus zwei so Dickbände, die neueste Auflage, habe ich da unten stehen, den habe ich gerade bei der Hand. Das ist jetzt hier vom Stengler Verlag in Göttingen, 17. Auflage oder was, vor 1900 Schnuffi ist, also das ist jetzt der Druck vor 62. Das ist ein deutscher Verlag und da passiert jetzt was sehr Eigenartiges. Wenn du das jetzt in die Hand nimmst, seitentechnisch, ich mache das einmal so von mir aus gesehen, Handwörterbuch, das beginnt hier ganz normal, du schlägst es, wie du das gewöhnt bist, das Buch auf, es beginnt hier vorne und dann ist ganz am Anfang beginnt es hier mit einem Aleph. Ja. Das beginnt ganz vorne mit einem Aleph und dann geht es Aleph B, die Wörter durch, wie du das halt von einem Wörterbuch gewöhnt bist, weil das von einem deutschen Verlag gemacht wurde. Genau. Wenn man jetzt hier blättert und blättert, muss man ein eigenartiges Phänomen haben. Es spiegelt sich, wenn ich jetzt nämlich den Langenscheid nehme, dort es von einem israelischen Verlag ist und ich den normal aufmache, dann ist das hinten, den muss ich praktisch die Rückseite aufmachen, weil die den 1:1 übernommen haben. Und ich muss praktisch hinten anfangen und dort es jetzt deutsch ist, ist jetzt, weil das in Israel so gedruckt ist und die sind ja gewöhnt, von hinten anzufangen, muss ich von hinten anfangen. Das ist jetzt zwar deutsch, da kommt jetzt die deutsche Erklärung und dann kommt hier hinten Aleph und ich muss es so und dann kommt Bet. Und ganz am Ende sind dann die Anhänge, die Zahlen und die biblischen Namen und so weiter und so fort. Ja. Und ich muss, wenn jetzt das ein normales Buch ist, fange ich ja dann von rechts nach links zu lesen an und wir lesen von links nach rechts im Deutschen. Ich bleibe mal im Deutschen. Ja. Weil wir von links, vom Umgedrehen, vom Außen wieder zurückgehen in das Rechte, in das Richtige, in die Radix, in die Wurzel. Die Tora selber ist die Wurzel, die beginnt rechts, richtig und offenbart sich nach links, nach außen, nach dem Umgedrehten, nach dem Außen. Jede Kleinigkeit ist perfekt abgestimmt auf Holophilie. Ja. Es ist alles hundertprozentig perfekt, egal was passiert. Mhm. Ich kann immer wieder sagen, deine momentane Traumwelt, dieses Programm, das du jetzt erlebst, wo du von Augenblick zu Augenblick reagierst, dass dir klar sein muss, Bilder, ich sage immer einen Film, als Ding an sich, sobald was in dir auftaucht, ist noch keine Qualität da. Ja. Die Qualia. Neutral. Es ist vollkommen einfach nur da. Eine geöffnete Schöpfung. Ja. Oder ein geöffneter Augenblick. 470 heißt ein geöffneter Augenblick. Ja. Und du reagierst mit deinem Programm und hältst jetzt eine Qualität drüber. Es gibt keine guten und keinen schlechten Film. Es gibt keine gute und keine schlechte Situation. Denk, Helene Beispiel, wie der Doni zusammenbricht. Du hast mit deiner Helene-Logik reagiert. Ja. Ich wusste mir nicht zu helfen, ich muss die Rettung anrufen. Mhm. In unseren Selbstgesprächen. Genau. Das war dann fast vorwerfen, weil schon so viel Holofeeling-Wissen in dir drin ist, man sollte sich ja nicht einmischen. Ich sage, der beobachtet, der Tierchengucker mischt sich nicht ein. Die Helene auf der Bühne hat ihre Rolle zu spielen, so wie das Drehbuch das vorschreibt. Ich sage, du musst dich doch nicht entschuldigen als Hamlet auf der Bühne, dass du das und das gemacht hast, wenn du den Original Hamlet spielst. Mhm. Der Schauspieler muss sich doch nicht entschuldigen, dass er in seiner Rolle das und das macht. Lernen tut aber der Schauspieler, nicht die Figuren. Ja. Mhm. Und dann hat man eben die Sachen. Ich sage jetzt prinzipiell, hättest du was Unlogisches gemacht? Was aber nicht funktioniert. Ich sage immer wieder, das ist ja das Schöne, du kannst überhaupt nichts falsch oder verkehrt machen in deiner Personifizierung, weil es ist, du bist eine Figur in deinem eigenen Traum, der von dir geträumt wird. Aber da du der Protagonist bist, die anderen sind die Antagonisten. Ja, ja. Hast du den Joystick in der Hand?
In dem Videospiel. Darum gibt es jetzt diese Videospiele. Ja. Und das ist im Hintergrund ein Konstruktprogramm. Ich habe das so oft erklärt. Du wirst es irgendwann einmal verstehen. Aber du reagierst ja zurzeit mit deiner KI-Intelligenz, mit deinem Schwamminhalt. Die Freiheit besteht darin, du hättest die Freiheit, anders zu reagieren, wie deine Logik dir das vorschreibt. Wobei jetzt es nicht darum geht, dass du das an deiner Figur tätigst, weil sonst bist du schon wieder ein blindes Arschloch, weil dann ist Kaufmannsdenken dabei. Ja, ja. Wenn du dich jetzt zwingst, als personifizierter normaler Mensch, als Enosch, weil du das jetzt gehört hast, der Mann oder wer auch immer, Gott verlangt es von mir, wenn ich das und das jetzt anders mache, wie meine Logik mir das vorschreibt, und dann erwartest du eine Belohnung, dass es dir irgendwie auch besser geht. Ich sage, nein, du sollst auf der Ebene gar nichts verändern. Du sollst dir bewusst machen, wo die Einseitigkeit liegt. Und jetzt als bewusster Beobachter denkst du dir die andere Seite dazu. Ja. Von der weiß die Existenz und dein Gehirn nichts, dass du zu sein glaubst. Genau. Weil existierende Dinge überhaupt nicht Bewusstsein sind. Es sind Gedankenwellen. Ja. Die für dich so sein werden, wie du glaubst, dass sie sind. Du bist auch immer wieder, egal an wen du denkst. Die Sätze, die ich wiederhole, wenn du nur einen Hauch von Wachheit in dir verspürst, versteh doch, es gibt nichts, was du denken kannst, was leiden kann. Ja. Wenn du dir jetzt einen Zahn, einen Körper mit einem Zahn ausdenkst, der Zahn hat keine Schmerzen, wenn du Zahnschmerzen hast. Dein Kreuz, dein Kopf, den du dir ausdenkst, hat keine Schmerzen. Irgendein Affe, Mensch, Bindestrich, bei eigener Definition Affe. Ja. Hat kein Bewusstsein. Du bist das Bewusstsein. Ich bin's. Du bist der träumende Geist. Das andere ist nur ein Kommen und Gehen von Informationen, ein Umformen der Gnade. Jetzt wird deine Logik sofort sagen, das ist ja total herzlos. Nein, das ist die absolut rote, allumfassende Liebe. Liebe, genau. Was hier ganz, ganz gefährlich ist, ist die Moral. Wie oft habe ich gesagt, dieses Wort Moral im Deutschen? Die Tradition. Im Lateinischen, wenn man das nachschaut. Das Moser, ich sage die Moser. Das hebräische Wort Moser bringt es genau auf den Punkt. Das ist erst einmal die Moral. Ja. Dann heißt es aber auch Angeber, Schwarzmaler und Denunziant, zumindest im Langenscheid. Das sind die Worte, die im Langenscheid auftauchen. Ist nicht ein Moralist ein absolut arroganter Angeber, der ständig bestimmt, was richtig und verkehrt ist? Ein Schwarzmaler, wenn irgendeiner was behauptet, was seiner Logik widerspricht, seiner extremen, geistlos nachgeäfften Logik, seiner Lehre und seiner Erzieher. Und ist er nicht ein Denunziant, der jeden massiv denunziert, der nicht seiner Meinung ist, so viel zum Thema Schulungswissen der offiziellen Presse? Ja. Ist es Demokratie, die alles niedermachen, was ihrer Demokratie, ihrer Vorstellung von Demokratie widersprechen? Widerspricht. Demokratiegrundsatz ist erst einmal freie Meinungsäußerung. Ja. In dem Moment, wo Demokratie anfängt, sich selbst zu schützen, weil man gegen diese verlogene Art von Demokratie ist. Und jetzt musst du alle freisprechen. Jetzt kommt wirklich die Erkenntnis aller Erkenntnisse, die ich lang und breit in Selbstgesprächen erklärt habe. Du wirst erst bei einer absolut wertfreien Selbstbeobachtung feststellen, dass in dir was drin ist, dass ich dein Intellekt, dein Schwamminhalt nenne, den du dir nicht raussuchen kannst und den du wie ein Führerscheinprüfungsbogen zu durchschauen hast, was eigentlich das Disharmonische ist, was die Disharmonie, den Ärger erzeugt. Yeah. Der übrigens sehr positiv sein kann, wenn ich jetzt einen Krimi oder was schaue. Ist ja sehr unterhaltsam. Muss auch keiner leiden, wenn ein Krimi einer umgebracht wird. Ein Massenmörder in einem Krimi, der auftaucht, ist eine ganz interessante Figur. Genau. Wird aber keine sterben. Ja, wenn ich mir jetzt den Roman reinziehe und ich mache einen Kopfkinofilm in mir in einer fiktiven Geschichte, wir hätten ja schon wieder, wenn du das nicht haben willst, würdest du dich ja schon wieder entheiligen. Aber was das große Problem ist, wenn dir irgendetwas nicht passt, wenn nicht irgendetwas so einseitig in Erscheinung tritt, wie deine Logik dir diese Einseitigkeit, diese einseitige Vorstellung von gut und richtig aufzwingt, wirst du sofort ausgedachterweise an einen Schuldigen denken. Du wirst einen Schuldigen suchen. Da bin ich. Wenn es dir, Geist, körperlich, psychisch oder physisch schlecht geht, was du sofort in dir Gramm Wert dran schuldest, dass dir Scheiße geht. Das ist ein Satz, den ich vor 20 Jahren schon gelehrt habe.
Genau. Du wirst in dir kramen, was ist jetzt daran schuld, dass ich mich schlecht fühle. Ja. Und wenn du es dann nicht selbst findest, rennst du sofort als Brösel in deinem Traum, als Affe zu irgendeinem anderen Affen, den du Arzt nennst, und der muss dir dann sagen, was da nicht stimmt, weil es dir schlecht geht. Was nicht stimmt, ist deine Einseitigkeit. Genau. Das heißt, du meinst, es ist besser, wenn du weißt, wer schuld ist. Und was dir dabei nicht klar ist, ich wiederhole das immer wieder, die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich. Du entmachtest damit deinen eigenen Geist. Weil du ständig einen Schuldigen suchst, suchst du einen, der mächtiger ist wie du selber. Mhm. Und in dem Moment, wo du ich was sagst, du, ich nehme alle Schuld auf mich, weil alles, was ich jetzt denke, ist, weil ich es denke, und es ist genauso, wie ich es mir denke. Ja. Ich habe es gemacht. Ich bin dafür verantwortlich. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn du ein Autor bist und Geschichten dir ausdenkst? Unendlich viele Geschichten in Geschichten. Einen Roman schreibst. Mhm. Den Urheber Max für diesen Roman. Dann bist du schuld, dass es Verbrecher gibt, dass es Grieche gibt. Mhm. Aber habe ich nicht am Anfang des Gesprächs schon gesagt, Krieg um Frieden ist ja. Wie wenn da wird es das eine nicht geben, gibt es das andere auch nicht. Genau. Und beides ist wichtig, wie Sonnenschein und Regen. Für geistiges Wachstum musst du dich nämlich extrem vielfältig ernähren. Da kommst du nur mit einseitigen Liebesfilmen und Komödien nicht weiter. Du brauchst auch Tragödien und Dramen. Mhm. Weil all diese Gefühle gehören zu dem Gesamtgefühl, das aber wie Puzzlestücke ineinander gesehen, die absolute Glückseligkeit in dir erzeugen. Jawohl. Und jetzt hier setzen würden, wenn ich jetzt ob mir jetzt in das Chinesische, was ich nur anspreche, wenn wir in Sanskrit reingehen, dass ich immer dieses Klein machen, es ist ja das Wissen in dir drin, ich betone nochmal alles, was der Brösel Udo, was du jetzt hörst von dem Lautsprecher, ist dein Wissen. Ich rede von unendlich viel Wissen. Mhm. Du hast jetzt Wissen in dir, das ist dein Schwamminhalt. Und dieser Wissen muss dir klar sein, das habe ich in den letzten Selbstgesprächen herausgestellt, dass du ganz klar weißt, dass es, ich sage jetzt mal in deiner Welt, das ist ja nur der blaue Rand, der von Augenblick zu Augenblick wie ELD, dass in deiner Welt unendlich viel Wissen auftauchen kann. Mhm. Mein Beispiel, du setzt dich jetzt an den Computer und gehst ins Internet. Da ist dir klar, dass da Milliarden von Internetseiten sind. Ich benutze jetzt das Wort Milliarden von Internetseiten. Ja, ja. Aber was du hier wieder hast, ist diese Hierarchie, das habe ich so oft angesprochen. Wenn du das einmal verstehen würdest, müsste ich es nicht ständig wiederholen. Ich mache jetzt nur eine Internetseite, youtube.com. Hm. Wichtig ist schon mal die Genauigkeit, es darf kein Jota verloren gehen. Wenn du statt dem Punkt der Komma setzt, ist es nicht mehr zugänglich. Yes. Das heißt, ich verändere nichts. Keinen Gedanken, kein Puzzlestück, keine Kleinigkeit, die du dir denkst, verändere ich. Ich setze die so aneinander, dass das vollkommen wird in einer Einheit, die wir selbst sind. Also gut, diese eine Adresse ist doch eine von Milliarden von Internetadressen. Was dir jetzt einfach glauben muss, dass es ein Ordner ist. Diese Adresse ist einfach ein mir selektieren, die Adresse you.com. YouTube.com. Selektiere mir aus Milliarden von Internetadressen raus. Kollektion ist das Internet, Selektion ist diese eine Adresse. Und sobald du das machst, ist diese Adresse schon wieder eine Kollektion von Millionen und Abermillionen, wenn nicht Milliarden von Videos. Ja. Okay, jetzt nimm mal ein Video raus und machen wir den Kung-Fu-Zi-Film. Ist ein über 2-Stunden-Film. Jetzt kannst du dir ausrechnen, wenn wir hier 25 Bilder pro Sekunde haben, wie viele Einzelbilder diese eine Adresse jetzt von dem einen Film sind, wie viele Tausende und Abertausende. Ah, jetzt hängt das Bild wieder. Standbild, ja, bei mir ist auch. Ist schon ein paar Mal passiert heute, Holger. Ich finde auch, dass zurzeit durch dieses Corona unheimlich viele im Internet sind und das belastet die Leitung. Aber ich habe ein logisches Konstrukt. Ja. Dann bist du wieder zufrieden. In dem Moment, wo du dir mit der Logik was logisch erklärst, bist du schon wieder zufrieden.
Also gut, jetzt denken wir uns eins, wenn du den Kung-Fu-Film dir anschaust, jetzt denken wir an ein einziges Bild dieser Tausenden, Abertausenden von Bildern, die in den Ordner dieser Filmdatei drin sind. Ja. Das sind so riesengroße Schlachtszenen mit Tausenden von Menschen, sind keine Menschen, sind nur computeranimierte Bilder. So ist. Es ist immer, auch wenn ich jetzt immer noch schaue auf die Tastatur. Das ist so die Tastatur, wenn du meinst, da muss ja irgendwann in der Vergangenheit, muss das ja entworfen haben, dass wir unser Kaff, unseren Klammeraffen bei dem Kuh, bei dem Kopf haben, dass wir zum Beispiel bei der 5, wenn du hinschaust, das ist ja auch so eine Sache mit dem Prozent. Ja. Das geht dann nur gar nicht. Aufgefallen ist, dass wir hier das Prozentzeichen bei der 5 drüber haben oder bei der 6 beim Waff das Unzeichen. Wussten die, dass das Waff auch Und heißt im Hebräischen? Dass wir bei dem Pluszeichen einen kleinen Stern drüber haben, was eigentlich das Kreuz ist, wo wir ein Christuszeichen dann die Schlangenlinie daneben stehen haben? Ja. Das ist bestens eingerichtet, aber nicht von irgendwelchen Menschen, die du dir ausdenkst. Na. Genau so. Du denkst immer bei die Prozent, denkst du immer bloß an das Cent, an die 100. Das ist auch das Kopf. Ja. Was dir klar sein muss, da beginnt auch das Wort Zentrum, beginnt mit Cent. Genau. Zentrum. Das ist die rote 100. Das ist der wirkliche Mensch. Ja. Das ist das Drehen und Wenden, sagst du mal, diese 16 Seiten ausnützen. Ja. Auch so, sobald wir jetzt bewusst die 16 denken, kriegen wir 32, die 64, der Aufbau unserer Mech-Chef, unserer Computer. Mhm. Jetzt können wir in den Denach reingehen, in die Dora reingehen und mal schauen, wo das Wort, das im Langenscheid Computer heißt, wo das Wort in diesen alten Schriften schon vorkommt. Ja, ja. Was ich dann sage, das sind die Rechnungsführer, ich suche darauf hin, macht Mech-Sheba, das heißt dann Gedanken, computergenerierte Gedanken. Es ist alles ganz anders. Anders. Lebe dein Leben und öffne dich für alles, was dir uninteressant, die Feinde, wie ich das immer nenne, alles, was dir böse, schlecht, uninteressant, unwichtig erscheint, das ist genau das, was dir fehlt zu deiner eigenen Vollkommenheit, mit dem du nichts zu tun haben willst. Nee. Ich habe jetzt ein Gespräch mit der Diana gehabt, um normal zu werden, die war jetzt beim Heiko, bei Selbstgespräche, der die Kommentare nicht ausgeschalten, die sagt, sie ist zurzeit nur drin, wenn der Heiko was reinstellt, wenn da manche Kommentare dazu machen zu den Selbstgesprächen, wie die den Udo absauen. Okay. Und ich sage immer wieder, komischerweise sollte ich mit den solchen zu tun haben, ich habe in der Regel nichts zu tun. Das ist wie bei Ich bin du. Wenn ich neben den Dotten sitze und sage, sag mir, was nicht stimmt, was dir nicht passt, dann gatzen die alle rum wie die letzten Arschlöcher. Jeder Einzelne, ich kenne, was ich immer wieder sage, ohne Arroganz, die ganzen Professoren, wo bei mir schon da waren, die waren wie kleine Kinder, sagt meine Frau. Ja. Weil ich die mit einem Intellekt, mit einem Wissen konfrontiere, das ihnen den Atem raubt. Ja. Aber ich ist immer, dass ich dazu sage, alles, was du jetzt von dem Udo hörst, ist dein Wissen. Du denkst dir das aus, weil ich erzähle das nicht den Affen, der du zu sein glaubst, sondern den, der sich jetzt diese zwei Äffchen, dich und mich, ausdenkt. Das ist der große Unterschied. Genau. Hm. Ich bin kein Depperwein, der dir erzählt, ich habe ein 500 SL geschenkt bekommen oder ich habe eine Villa mit 1 Million an der Börse, das wollte ich eigentlich gar nicht alles geschenkt bekommen und ich zeige dir, wie man das durch Denken erschafft. Es ist das falsche Ziel. Das Wachwerden sollte dein Ziel sein. Ich sage als Udo, wenn du zu mir kommst, ich wohne in einem Block, ganz normal, mit meiner Frau absolut zufrieden. Wirklich absolut wunschlos glücklich, so wie es jedem Menschen jetzt in deiner Traumwelt zustehen sollte, dass man auch absolut zufrieden sein kann. Ja. Alles, was darüber hinausgeht, sagt danke. Genau. Ja, ja. Aber du wirst es nicht mehr wertschätzen. Ja. Es wird gleichgültig. Schau dir, Helene, ihr habt so ein schönes Häuschen euch mit dem Toni erarbeitet, aber es ist eigentlich dann bloß Arbeit. Ja. Es ist nur Arbeit, es ist Ballast, aber das sind Lernprozesse. Ja. Yeah. Da muss man nichts verändern. Nein. Ich meine, meine Inge, das Leben meiner Inge, wo ich sage, das ist ein Leben, das man leben muss. Da wollen wir gar nichts dran verändern. Genau. Weißt du, nur hier vor jetzt raumzeitliche Geschichte vor 20 Jahren, wo sie dann die ganzen Offenbarungen verlegen und drucken lassen wollte auf eigene Kosten. Ich sage, nee, wenn das einer haben will, die können sich das doch ausdrucken lassen selber. Ja. Yeah. Wir sind keine Sekte, wir wollen keine ausgedachten Menschen von irgendwas überzeugen.
Genau. Du hast genug damit zu tun, dich selbst zu überzeugen. Den, der du bist, und du hast einen Feind, das ist dein Ego, das immer wieder reingrätscht, weil das lieber Affe sein will, nachäffender Affe sein will. Ja. Die beweisen, alle beweisen, jeder, der auftaucht, und ich sage, egal wen du mir bringst, wenn die mit Beweisen kommen und den Mund aufmachen, jetzt auf der Bröselebene, ich sage dir genau, was die vollkommen geistlos rezitieren. Mhm. Und da kann der Udo tausendmal sagen, egal welche Internetseite, welches Buch, welche Statistik du mir bringst als Beweis, ich zeige dir im Stegreif sofort auf dem Computer 1000 andere Seiten, wo zum selben Thema was ganz was anderes behauptet wird. Woher nimmst du die Arroganz? Und ich frage, warum bist du dir so sicher, dass die Seite, die du geistlos rezitierst, die richtige ist? Ja. Die Antwort ist ganz einfach, weil die mit deinem Schwamminhalt, mit deiner Logik, mit deiner extrem fehlerhaften Logik, die du dir nicht raussuchen konntest, korrespondiert. Weil dir die Seite logisch erscheint. Mhm. Dann strudelst du dich immer mehr rein in das Denken. Das ist die Geschichte vom stochastischen Denken. Ich sage in dem kleinen Buch, Ich bin du, ist auf den ersten 50 Seiten zwischen den Zahlen alles drin, was wichtig ist. Da spreche ich sogar das stochastische Denken an. Mhm. Das wäre es jetzt wieder wert, das ist alles übrigens auf vielen Selbstgesprächen schon drauf. Wieso heißt eigentlich das hebräische Wort Pfeil mit einer minimalen Veränderung durch J und Waff, wenn man das dazwischen reinschiebt, wieso heißt das eigentlich auch außerhalb, außen? Mhm. Die Stochastik, die Zufallsberechnungen, es gibt keine Zufälle. Das Gesetz der großen Zahl führt dich irgendwann einmal, wenn du mit unendlichen Iterationen rechnest, wirst du feststellen, nichts ist präziser, göttlich präziser, wie das, was du Zufall nennst. Das ist pur, dein Los, dein Schicksal. Mhm. Denk wieder, wir würfeln 6 Mal und schauen, wie auf die 1 kommt. Mhm. Das ist Zufall. Wie sieht es aus, wenn du 6000 Mal würfelst? Wenn du jetzt sagst, dann kommt 1000 Mal die 1 bei 6000 Würfen, bist du schon relativ an der Wirklichkeit. Wenn du 6 Millionen Mal würfest, 60 Millionen Mal, dann kommst du in Promille-Promille-Bereich Genauigkeit, wenn du sagst, 10 Millionen Mal kommt dann die 1. Mhm. Das heißt, wenn du immer wieder mehr wiederholst, nähert sich das einem Ideal an, das du selbst bist. Es nähert sich dem eigenen Zentrum an. Mhm. Und die Stochastik, die Zufallsberechnung oder die Chaos-Mathematik, das Tohuwabohu ist es Chaos. Ja. Ist es definitiver so, dass dieses Stochastsein, ich wiederhole das nochmal, heißt mit einem Bogen auf etwas schießen. Ja. Das heißt, wenn du unerfahren bist, oder mir schmeißen einen Tart, mein berühmter Tart, wenn ich immer sage, in Bezug auf Wissen, ein bisschen schwanger gibt es nicht, wenn dann in meinen, ihr Wissen ist richtig. Dann würde ich dir zeigen, was Fehler in deinem Wissen, was es sind noch zur wirklichen Vollkommenheit. Mhm. Alles, die wesentlichen Aussagen, die ich tätige in Holofeeling, sind hundertprozentig sicher. Ja. Und die sind so komplex. Wir waren jetzt bei der Ritter, raumzeitliche Geschichte, die hat jetzt von einer Gönnerin, hat die ausgedrückten Bände der Ohrenbohrungen geschenkt bekommen über den Udo Stamm. Das ist auch so ein Wunder, die sagt, die Ritter sagt, ich erlebe bloß Wunder. Der Udo Stamm ruft mich an, der sagt, der hat hier eine ältere Frau, die will dann was Gutes tun, aber nicht wen weiß, wo sie die Bücher schenken kann. Und du weißt, unsere Ritter, die haben ja nichts. Ja. Dann ist ihr die Ritter eingefallen und plötzlich kriegt sie eine riesen Kiste hier mit den ausgedruckten Bänden. Und dann habe ich nur hier jetzt die Holoarithmetik und nochmal das Farbenspiel, diese Fassungen. Und wenn du die jetzt in die Hand nimmst und bloß so durchblätterst, kriegst du ja einen Farbschock von diesen Schriften. Wenn du mal in die Holoarithmetik oder in die Farbenspiele reinschaust, in die höherwertigen Schriften, und ich sage dann immer absolut, wenn ich das alles schreiben müsste. Und der normale Mensch ist ja hier, der schaut sich das gar nicht an. Das ist die absolut göttliche Weisheit. Da wird Arithmetik, es wird Religion, es wird Sprache in eins verknüpft. Das ist ein göttliches Werk. Es sind die Offenbarungen Jobes. Ja. Wenn du überfordert bist, bist du halt wie ein Säugling, den ich hier, was ich an den Computer hinstelle, der nichts damit anfangen kann. Mhm. Aber wie maßlos ist die Hybris eines Menschen, der in einem vorschnellen Urteil, ohne das überhaupt zu prüfen oder das eines Blickes zu würdigen, weil er von vornherein schon weiß, dass das ein Blödsinn ist. Ist es der überhaupt wert, dass er ewig lebt? Es ist einfach nur geistlose KI. Mhm.
Das zählt jetzt für alle einseitigen Rechthaber in deinem Traum. Und ich gehe einen Schritt weiter, die Metim. Die Leute, lass die Toten ihre Toten begraben. Es wird nichts und niemanden, den du dir ausdenkst, kein Mensch, keine Figur, nicht einmal ein ausgedachter Gott wird überleben. Ja. Es wird alles in eins wieder zurückfallen, in dem Moment, wo du wach wirst. Für den Moment, wo du für einen Augenblick ich bist und vom Bücherregal stehst. Mhm. Und dann wirst du ein neues Buch in die Hand nehmen und ein neues Leben in deinem Kopfkino laufen lassen. Mhm. Ich sage nochmal, der Unterschied durch Holofeeling, wenn du Holofeeling akzeptierst, besteht darin, dass du nicht einen Augenblick während des nächsten Lebens vergisst, wer du bist, dass du der Leser bist, dass du auf einer anderen Ebene bist, dass dir selber nichts passiert. Ja. Und dann wirst du feststellen, kannst du die ganze Palette von Belletristik genießen. Mhm. Wie ich immer wieder sage, ein Schauspieler, der festgelegt ist auf eine Rolle, den Jugendlichen, Liebhaber, den Guten, der irgendwann sagt, ich will mal zeigen, was ich schauspielerisch drauf habe, ich will auch mal am Bösen spielen. Mhm. Ja. Hm. Mhm. Das ist das, was ich dir jetzt in deiner Vorstellungskraft mitteilen kann. Kann. Alles andere entzieht sich komplett deiner Vorstellung. Das ist das, wo ich sage, du hast jetzt schon unendlich viel Wissen in dir drin, das du prinzipiell auf dem Bildschirm verbildern könntest, dir vorstellen kannst. Als Information natürlich ausgedacht, bewusst, um dich herum. Mhm. Aber es gibt noch unendlich mehr Wissen, wo du nicht an den kühnsten Träumen wissen kannst, weil das mit einem anderen Betriebssystem arbeitet. Mhm. Alles, was du im Basic, mit deiner jetzigen Logik, ich nenne das ja, das symbolisiere ich mit Basic, auf dem Bildschirm holen kannst, sind diese Milliarden von Zeiten aus dem Internet. Ja, ja. Es ist aber immer noch im Grundprinzip raumzeitlich chronologisches, weltliches Vorstellungsvermögen. Ja. Und ich sage jetzt Windows, die Möglichkeit dieser Sprung, wo ich immer wieder sage, mit einem anderen Betriebssystem gehen Sachen, die sich jetzt an der Vorstellung entziehen. Und das haben wir schon im Menschen, wenn du hier in dem ersten Drittel unserer 3x3 Wachstumsstufen bist, der Säugling. Oder gar noch in der Matrix ein Embryo. Mhm. Kannst du nicht wissen, was passiert, wenn du in die Schule kommst. Und wenn du in die Schule kommst, kannst du nicht wissen, was passiert, wenn du in die Wechseljahre kommst. Du kannst nur von oben nach unten sehen in dem Buch, was du schon durchlebt hast, aber niemals von unten nach oben. Das musst du Häppchen für Häppchen geschehen lassen. Lassen, ja. Aber wenn du das Prinzip verstanden hast, kannst du schon, bevor du am Ende bist, wissen, was am Ende dich erwartet. Du kannst es erahnen, es kann gewusst werden, dass das Buch zu Ende ist, dann hast du keine Angst mehr vom Sterben. Jetzt, wenn ich weiß, dass es immer hier und jetzt ist, dieses Vergangenheit-Zukunft-Ding, unsere drei Drehungen in dem Spiel, dann fällst du in den Punkt, in das Zentrum zusammen. Genau. Dann bist du selbst die 100%. Dann bist du das rote Kopf, der wirkliche Mensch, der du schon immer warst. Das ist, es geht ums Wiedererinnern. Das Einzige, was für mich wichtig ist, ich erkläre dir, was du bist, das erklärt der Deborah Wein auch. Das erklärt der Dolly auch. Ganz super sogar. Ja. Das erklären die ganzen Jesus. Ich behaupte, dass auf der unteren Ebene noch nie irgendeiner denen, die erklären, was es sind, aber sie erklären das immer noch den Personen um sie herum. Wenn du genau aufpasst, auch ein Karl Renz. Mhm. Ja. Ja. Sie erklären es immer noch den Personen, dass sie ja Geist sind. Ja. Erklär mal deiner rechten Hand, dass sie ja eigentlich in Wirklichkeit der Körper ist. Erklär mal deinem jetzigen Körper, dass er ja bloß ein Einzelkörper eines Menschen ist. Erklär das deinem Gehirn. Du kannst versuchen, das an Stein zu erklären oder an Computer oder an Computerchip zu erklären. Du kannst was ausgedacht nichts erklären. Ja. Du kannst nur dem was erklären, der sich die Sachen ausdenkt. Das ist der große, diese Kleinigkeit unterscheidet Holofeeling. Und wahrlich, ich sage dich, ich bin wirklich der Meister aller Meister. Und mit ich meine ich jetzt nicht den Gedanken, Udo, den du dir jetzt denkst. Ich sage immer noch dazu, ich bin jetzt wesentlich mehr du selbst rot geschrieben, wie irgendein Udo oder eine Helene oder der Blösel, der jetzt vom Computer sitzt. Du bist nämlich der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Mhm. Und ich sage dir mit einem Lächeln als Spitzelmännchen im Gesicht, du hast keinen Einfluss drauf, was ich dir denken lasse.
Weil du immer noch ein träumender Geist bist, der du natürlich nicht bist, sondern der sich jetzt selbst als ein träumender Geist denkt. Der du natürlich auch nicht bist, sondern du bist eigentlich wer, der sich jetzt dann ausdenkt, der ganz bewusst sagt, ich setze mich zuerst einmal zum träumenden Geist. Immer eine Stufe drüber. Und jetzt können wir noch mal eins gehen. Nein, du bist der sich jetzt dann ausdenkt, der sich wiederum ein Ausdenker. Und jetzt merkst du, jetzt kommst du in ein Ding, dass du nur sagst, du bist der sich an ausdenkt, der sich an ausdenkt, der sich an ausdenkt, der sich an ausdenkt. Ja, was ist das eigentlich, der sich das ausdenkt? Und du bist immer bestrebt, jetzt an Gedanken zu denken, um das zu beschreiben, was man nicht denken kann. Das, was ewig ist, kannst du nicht denken. Das ist ein absolutes Nichts. Ja. Wir nennen das in Deutsch, Hebräisch, AI. Der Schöpfergott. Darum heißt es nichts. Wir können uns auch All oder El nennen. Ja. 1,30. Mhm. Jetzt ist die Frage, lesen wir das 1,30 von rechts nach links oder von links nach rechts? Wenn wir es von rechts nach links lesen, ist das All? All oder La? La. Jetzt kriegen wir schon unseren Allah. Mhm. Oder ja. Le. Ja. Mhm. Aber das ist ja derselbe Buchstabe. Setzen wir für das A jetzt eine 1 oder eine 70? Ein Ayin oder ein Aleph? Mhm. Was ja auch Aleph und Ein heißt. Ja. Jetzt muss man das Prinzip der Vorsprache verstehen. Und da werden jetzt viele wieder sagen, Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. So, ich mache dir keine Gedanken. Viele? Nein, bloß du. Viele bezieht sich schon wieder, du mit, es hängt davon ab, welches Programm, welcher Intellekt zurzeit in dir arbeitet. Ich kann mir jetzt einen Hochleistungscomputer hinstellen und da kann ich ein ganz primitives, ich sage mal hier, Sudoku, irgendein ganz primitives Programm machen. Mhm. Das ist übrigens eine alte Metapher von mir, dass ich sage, du stellst jetzt vor, du hast nach heutigem Stand, was man kaufen kann, für Privatbereich einen Hochleistungsrechner, ein i7, so ein Monsterteil, wie der Udo jetzt vor sich stehen hat, was eben dadurch aktuell machbar ist, ein Prozessor in einem Laptop. Ja. Größer geht's zurzeit nicht. Okay? Ja. Und jetzt mache ich, du hast keine Ahnung vom Computer, auf Start drücken, dann fährt das Ding hoch und dann hast du auf dem Bildschirm ein aller einziges Icon. Das kann man ja machen. Ja. Ich kann den Bildschirm so einrichten, dass beim Hochfahren bloß ein Icon auf dem Bildschirm ist. Und da drückst du drauf und dann spielst du was, was ich. Solidär. Ja. Und wenn du jetzt wüsstest, dass durch gewisse Tastenkombinationen, wo du drückst, du dann irgendwann einmal in die Dateien, in die Programme kommst, ins Internet kommst, dass das alles auf dem Computer drauf ist. Du weißt bloß nicht, wie man es einschaltet. Ja. Das ist dein jetziger Zustand. Du fährst jeden Morgen die Maschine hoch, die du selbst bist, und dann beginnt in dir ein Film zu laufen, das nennst du dein Leben. Und alles, was da noch drauf ist, was möglich ist, hast du keine Ahnung, weil du nicht in die Dateistrukturen reinkommst. Und ich betone, ich mache jetzt kein Science Fiction, ich rede von dem, was jetzt schon ist. Mhm. Und jetzt nützt dir nichts, wenn ein Intellekt sagt, das verstehe ich nicht. Du hast nichts Intellektuelles groß zu verstehen. Das, was ich dir erkläre, kann jeder 13-Jährige verstehen. Dein Problem ist, dass sich irgendwas in dir drin ist, das sich massiv wehrt, das, was hundertprozentig sicher ist, wahrzuhaben. Es ist hundertprozentig sicher, dass dein Körper nicht existiert, wenn du nicht an diesen Körper denkst. Mhm. Es ist hundertprozentig sicher, dass prinzipiell nur das für dich existiert, was jetzt als Information vorliegt. Mhm. Egal, ob es jetzt nur ein Gedanke feinstofflich ist oder ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist. Und du wirst jetzt feststellen, schau als Geist, dass sich das ständig verändert. Du kannst nichts festhalten. Das ist hundertprozentig sicher. Wo kommen die Bilder her und wo gehen sie hin? Ja. Wenn du mir sagst, wo die Bilder herkommen und wo sie hingehen, sage ich dir, wo du jetzt als ausgedachter Brüssel herkommst und wo du wieder hingehst. All das kommt aus dir selbst und geht wieder in dich selbst rein. Und dieses rotgeschriebene Selbst, das ist das, was ich dir erkläre. Ja, danke. Es steht und fällt, wenn ich immer wieder sage, ob du mir vertraust oder ob du mir nicht vertraust. Trauen heißt übrigens, ist eine Ehe. Mhm. Es ist aber das Problem, dass das Verbinden oder Verstreuen heißt. Mhm. Ja. Lass mal aber gut sein. Danke, danke. Tut mir leid. Jetzt habe ich
ich rede immer mit dem Geist, der sich das Gespräch ausdenkt, aber eigentlich dann doch mit Film, weil dieser Geist, je nachdem, welchen Intellekt du zurzeit zum Denken benutzt, deine eigentlichen Vorstellungen generiert. Mhm. Das heißt, der, das blaue Ich, dieser Mensch, der du zurzeit zu sein glaubst, dieses Lebensbuch, diese Filter, wie ich das auch nenne, wird ganz massiv Reaktionen in dir auslösen. Drum sage ich mal wieder, wenn du in dem Gespräch jetzt so weit gekommen bist, das klingt schon wieder nach Chronologie, nach vorher und nachher, was das eigentlich gar nicht damit zu tun hat, wirst du feststellen, dass so geistlose Figuren das sowieso wegschalten, denke ich mir jetzt. Mhm. Aber kann ein Gedanke von mir was wegschalten, wenn ich es mir nicht denke, dass es wegschaltet? Mhm. Also du wirst irgendwann einmal anfangen, dich eigentlich gar nicht mehr so sehr um deine Gedanken zu kümmern. Jetzt habe ich schon wieder einseitige Aussage. Es kann sich nur einer um deine Gedanken kümmern, nämlich du selber. Ja. Aber du musst irgendwann einmal unterscheiden, wo es einen Sinn macht und wo es keinen Sinn macht. Genau. Ja, ja. Wenn du was erklären willst, dann erklärst dem, der was damit anfangen kann. Gedanken können mit Erklärungen nichts anfangen. Ja. Nur Geist kann mit einer Erklärung was anfangen. Mhm. Dann wirst du feststellen, dass du dich filterst. Das, was ich Geistesfunk nennt, weil du ja eigentlich ich bist. Ja. Das nenne ich das rote Wir. Mhm. Darum müssen wir zusammenhalten. Was eigentlich gar nicht nötig ist, weil wir sowieso eins sind. Eins sind. Aber wir erleben uns zurzeit in einer selbstproduzierten Vielheit vereinzelt als Einzelwesen. Ja. Das ist das alles, was du einen anderen tust, tust du mir. Aber ich bin du, das tust du dir selbst. Im Positiven wie im Negativen. Mhm. Und dann ist natürlich auch das Negative, die Gott straft, die Gott liebt, die straft und züchtigt. Er ist also die Zucht, immer dran denken, an dir wurde Unzucht im Geiste betrieben, Unzucht in der Erziehung. Das ist die Unzucht. Du bist falsch erzogen, wobei aber nichts verkehrt gelaufen ist. Ich heb immer wieder das Gegenteil. Denk an die Puzzlestücknase. Du musst ja, der werden, der die eine Einseitigkeit der eigenen Interpretation erkennt und genau das Gegenteil auf der geistigen Ebene dazu macht und dann verschmilzt es zu dem Geist, der eigentlich nichts mehr ist, der nur noch schaut und vollkommen wertfrei schaut. Weil er nämlich These und Antithese zu einer Einheit verarbeitet, die er selbst ist. Das ist das Heilige. Ja. Meine Lebensgeschichte ist deine Lebensgeschichte. Du warst immer irgendwie im Hintergrund dabei, im Bücherregal. In Bezug auf die jetzige Personifizierung, die du zu sein glaubst. Mhm. Chronologisches Denken, wenn das einmal weg ist, dass du begreifst, es gibt diese große Einheit, wo alles gleichzeitig ist. Ja. Diese Datei, was übrigens das nächste Problem ist bei vielen in den Vorstellungen mit den Einsen und den Nullen. Mhm. Das sind ja die Bits. Wenn ich jetzt eine binäre Struktur aufbaue, Computer, ich kann jetzt in deine Metapher-Ebene wieder reingehen. Dann sagen wir, jetzt hast du mal, das sind 1 und 0. Die können wir uns jetzt vorstellen, dass wir unser DVD-Ding, wo Bündchen und Strichchen drauf sind. Ja. Ich spreche ganz kurz das Wort Morse-Code nochmal an. Mhm. Morse-Code. Okay, wir wissen, auf dem Chip sind natürlich keine, auf dem Computer-Chip sind natürlich keine Bündchen und Strichchen, sondern sogenannte Halbleiter, die dann in Form von winzigen kleinen Transistoren, kann man auch mit Dioden einzeln machen, zu Schaltern werden. Mhm. Dass je nachdem diese Halbleiter, diese und NOR-NAND-Gatter, die es dann gibt, die ja letztendlich nur Schalter symbolisieren, dass man die dann so einstellt, dass die entweder zu sind oder geöffnet sind. Mhm. Was ich merke bei vielen Fachleuten, die sich angeblich mit Computer ausdenken, dass diese Schalterstellungen, dass die Schalter überhaupt nicht schalten. Mhm. Da wird überhaupt nichts geschalten, sondern das ist das klassische Ja oder Nein, Ein oder Aus. Die werden einmal eingestellt und dann hast du die Datei. Mhm. Und die bleibt so. Das ist ein statisches Konstrukt und dann durchwanderst du dieses, wenn man das jetzt die Gedankengänge geht, wie das funktioniert, wenn du UND-Gatter zum Beispiel jetzt aufzeichnest, dann sind es ja 2 Schalter. Mhm. Und dann hast du hier eine Matrix, wo es dann definitiv heißt, bei einem UND-Gatter müssen beide Schalter, du hast immer einen Eingang und einen Ausgang und beim UND-Gatter ist es wie 2 Schalter, die hintereinander sind und es müssen beide Schalter müssen geschlossen sein, dass wenn am Eingang ein Plus ist, hast du am Ausgang ein Plus. Mhm. Wenn einer der beiden Schalter offen ist, hast du am Ausgang schon ein Minus. Mhm. Das UND-Gatter selber, wenn aber die Schalter nicht geschaltet,
sondern das ist eben der Zustand, dass Unkader in Bezug auf diese zwei Positionen eigentlich immer beide geschlossen sein müssen. Ja. Wenn wir jetzt das uns denken, verändern wir die Schalter. Das eigentliche Unkader ist aber letztendlich hier nur, aber ich müsste jetzt zur Schaltungstechnik schwören. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du eine DVD laufen hast, jetzt ist natürlich schon, die muss ja abgespielt werden, das Abspielen, alles ganz anders, reine digitale Signal ist wirklich alles in einer Hierarchie gleichzeitig. Ja. Das, was es auseinanderreißt, ist dein Ding. Denken. Genau. Die höhere Form des Denkens ist, wenn ich jetzt mir ein Buch denke und ich sage, kennst du das Buch? Und du sagst ja. Ja. Wenn du es nicht kennst, rastest du das durch. Aber egal, was du anschaust, welche Seite, welches Wort du jetzt denkst, was du aussprichst, und was für eine Vorstellung du bei dem einzelnen Wort in dir aufbaust, das ist diese Zerrissenheit von deiner Wahrnehmung, weil du noch nicht verstanden hast, was das Buch eigentlich ist, bis du ja sagst. Dasselbe gilt für dein jetziges Leben. Ja. Wenn du am Ende angekommen bist, dann sagst du ja. Und dann stellen wir für einen Moment das Buch zurück, dann bist du ich. Und dann kannst du das nächste Buch lesen, dann wirst du wieder wer anders sein, wenn du an dich denkst. Bloß jetzt ist es, dass du dann ganz, ganz gezielt weißt, das bin ich nicht. Das ist bloß eine Rolle, die ich spiele. Rolle ist immer Peripherie. Ja. Du musst auch immer wieder, wenn dich was berührt, hat es was mit deinem Zentrum zu tun. Das ist ein Oxymoron. Weil berühren heißt ja, dass ich diesen da mache. Aber was ist dann mit dem hier? Ist nicht das wieder wie der Wellenberg und das Wellendall, das Unbewegte und das Bewegte gleichzeitig? Ja, ja. Heißt nicht B als Vorsilbe im Hebräischen innen, dann bist du ja B rühren, bist du im Rühren. Im Zentrum dessen, was rührt. Genau. Das ist, wenn ich natürlich was, so Kleinigkeit, wo ich sage, dass im Hebräischen zum Beispiel das Chet als H meistens in der Umschrift vokalisiert wird, denk an den Noah. Ja. Das ist nur der Buchstabe N und CH, N-Chet. Mhm. Noch heißt ja ruhend. Ja. Schau mal, mit was das Wort berühren anbeginnt. R-U-H. Steckt da drin. Aber mit einem U mit zwei Pünktchen drüber. Ja. Das sind die Wunder. Es ist eine Physik, es ist ein unendlich göttliches, geniales Schöpfungsprogramm. Ja. Das ist Holophysis. Das ist es. Es ist ein Geschenk, wo du Brösel als Brösel mit deinem Intellekt überhaupt noch nichts anzufangen weißt. Genau. Was natürlich jetzt traurig ist, was du irgendwann akzeptieren musst, das ist auch ein so schöner Bibelvers, wo mir gerade übrigens einfällt, hier Markus 4, weil wir machen. Das ist immer wieder das Spiel mit was ist immer und was ist auf dem Land. Der Jesus, warte da mal ganz kurz, ob ich das auf die Schnelle finde. Das wäre jetzt nämlich spaßig, das nochmal herzuholen. Ich tue mal den Bildschirm nochmal schnell übertragen. Ja, ja. Habt ihr? Ja. Schau mal. Das Gleichnis vom Seemann? Ja, das ist, der ist ja ganz tief. Das ist jetzt, das erste Mal muss man wissen, dass das ja hier im Original, wenn wir jetzt reingehen würden, ist ja das Griechisch. Kann man natürlich auch auf Hebräisch machen. Und wir bleiben mal in unserem Wissen und er, das sind wir zwei, fing abermals am Meere zu lehren an. Das Meer ist Elion. Ja. Und es versammelte es, E Quadrat S, wir zwei als Bewusstsein. Immer wie ich das rot schreibe. Eine große Menge bei ihm, dass er in ein Boot stieg, das im Wasser lag. Hier, Luther macht Boot, andere machen Schiff. Schauen wir mal, was der Elberfelder sagt. Auch ist Boot. Es gibt Übersetzungen, da heißt es dann Schiff. Mhm. Auf dem See. Und die Volksmenge war am See auf dem Land. Mhm. Das ist interessant. Er stieg in ein Boot, in ein kleines Schiff, das auf dem See ist. Mhm. Genau. Ist es nicht in der Johannes-Offenbarung? Der Menschensohn steht mit einem Bein
Ich sage immer im Meer, auf dem Meer, mit einem Bein, anderen Bein auf dem Land. Er steigt in ein Schiff auf dem See. Jetzt ist natürlich hier schon ganz interessant, hier wird von See gesprochen. Wenn wir das durchmachen, da wird vom Meer gesprochen. Jetzt müsste ich hier schon reingehen in das Griechische, was da wirklich im Griechischen dort steht. Und er lehrt Gleichnisse und in seiner Predigt sprach er zu ihnen. Und diese kleinen, dieser Sämann, dieses Aussehen, wenn man das hebraisiert, auch auf Hebräisch, dann den Text auf Hebräisch lesen tust, ist so unendlich tief. Ja. Was die Vögel zum Beispiel auf dem Weg, da machen wir die mal auf, auf felsigen Boden, zur ist zu Form werden, wo es nicht viel Erde, nicht viel erwecktes Wissen gibt. Erde, Wissen ist erwecktes Wissen. Ja. Und es keine Tiefe, El Hayom, der Abyssus, ist die Tiefe der Weisheit, keine Tiefe gibt. Und wenn dann die Sonne, der Sonne aufgeht, verwelkt es, weil es keine Wurzeln, es hat kein Fundament in der eigenen geistigen Tiefe. Das ist... Kannst du ungefähr folgen? Ja. Das andere fiel unter Dornen und der Generationen, das ist genau das Gegenteil. Und die Dornen um dich herum wuchsen empor, das sind deine Schriftgelehrten, das sind die, die dich zulabern, was du glauben sollst und ersticken deine eigene Meinung. Ja. Und irgendwann gibst du auf und vertrittst die Meinung von einem anderen. Deine Meinung ist eine andere, es ist die Meinung deiner Lehrer und deiner Erzieher. Aber die sind freigesprochen, das sind nur Spiegelbilder von dir selber, weil denen ihre Meinung ist, die Meinung von denen ihren Lehrern und Erziehern. Ja. Aber wo ist der Anfang? Es ist die Sache mit dem Ei und mit der Henne. Das erste Problem ist, es gibt keine chronologische Zeit. Genau. AI ist der Schöpfer Gottes nichts. Und das Huhn, Hau, Hua, haben wir doch heute schon gehabt hier im Chinesischen, im Laozi. In Konfuzius, Entschuldigung. Konfuzius. Erinnere dich an Konfuzius, was ich sage. Das heißt ja auch hier die Höhle. HBH, da ist es mit drin, das Loch, die Frau. Es klingt so wirre, wenn man sehr, sehr einseitig nur denken kann. Wenn man nicht geistig flexibel ist. Wenn man das Tassenbeispiel nicht verstanden hat. Genau, das ist... Wenn ich Schrödingers Kiste nicht verstanden habe. Wenn ich immer sage, deine Küche ist eine Kiste, da gibt es, deine Küche ist noch kein Bild. Du hast noch nie deine Küche gesehen, das ist hundertprozentig sicher, du kannst eine Küche nicht sehen, sobald ein Bild da ist. Der Herd, der Kochtopf, der Kühlschrank, die Töpfe sind keine Küche als Ding an sich. Es sind Facetten von einer Küche. Ja. Die unendlich vielfältig sein können, die Facetten. Mhm. Das ist wie mit den Wohnungen. Gehen wir mal davon aus, wenn du dir jetzt Menschen, die Wohnung eines Menschen denkst, besteht jetzt hast du mal aus vielen Zimmern. Das ist wieder eine höhere Kiste, eine größere Kiste. Mhm. Ich sage, ist deine Wohnung jetzt eigentlich ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Klo, Bad? Ja, alles, aber nichts davon, weil es eine Kollektion ist. Genau. Das kann man jetzt noch vielfältig machen, weil die Bilder, wie viele Wohnungen gibt es, wie viele verschiedene Schlafzimmer gibt es. Was die in der Regel gemeinsam haben, dass in allen ein Bett drin steckt. Interessant, im Schlaf Z im Meer, die Geburt im Meer, steht in der Regel ein Bet. Bet ist Bet. Das Haus. Das Haus, in dem du träumst. Mhm. Ich liebe immer das Wort, wenn ich mit meinem Heugerchen unterwegs bin, sage ich, Heuger, du wirst irgendwann einmal begreifen, der ist so umständlich. Der, wenn er Datei macht und wir korrigieren das, er ruft mich dann an und dann macht man die Datei, was könnte man verbessern? Und dann tut er meinen Bildschirm übertragen, und so, jetzt machst du das rot und dann machst du das. Und dann schaue ich dem zu und sage, Holger, ich hätte jetzt dasselbe ausgebessert und hätte ungefähr, vorsichtig geschätzt, mindestens die Hälfte an Klicks am Computer gemacht wie du. Mindestens, weit weniger wie die Hälfte an Klicks mache ich dieselben Veränderungen. Weil der so unendlich, wenn er was ausbessert, umständlich ist. Und ich sage, du musst lernen, ökologisch zu denken. Ökos ist das Haus und Logos ist der göttliche Logos. Ökologisch, wenn du im Haus Gottes denkst, denkst du wesentlich ökologischer. Und er macht es zwar alles, aber so dreifach, vierfach gemoppelt. Dann sage ich, Holger, pass auf, wenn du jetzt das gedrückt hättest, hättest du 6 Klicks gespart. Mhm. Er weiß es und macht es trotzdem nicht. Mhm. Weil da müsste er vorher denken, er lässt das Programm, sein gewohntes Programm weiterlaufen.
Was magst du? Du Geist? Ist nicht alles, was du erlebst, dein gewohntes Programm, dass du Klingelingeling hörst und ob du willst oder nicht, denkst du an dein Handy und denkst dir, was, wer ruft mich jetzt an? Ja. Das ist übrigens ein interessanter Prozess, wenn man das dann einmal loslässt, dass man dann mal reagiert. Hm. So, jetzt mal mache Udo-Beispiel. Nicht, hat nichts, das ist eine reine Märchenfigur jetzt, die wir uns ausdenken. Wo ich definitiv meine Telefonnummer hat ja eh fast keiner mehr. Bei uns klingelt oft mittlerweile nicht einmal 2 Monate kein Telefon. Naja. Weil die Nummer hat keiner. Früher war dann, dass ich Werbung noch gekriegt habe. Und Marion, die ist dann immer und sagt, wer ruft an? Dann hat sie doch immer geschaut, weil sie neugierig war. Und ich sage, es klingelt. Wenn du mal abgeschalten hast, du musst aufgrund des Klingels nicht unbedingt meinen, da außen ist einer, der dich anruft. Mhm. Wenn du jetzt zwitschern hörst, ist das vielleicht ein kleiner Moment, da denkst du dir ja auch nicht, was ist das jetzt für ein Vogel, ist das wichtig, was der mir zu sagen hat. Es zwitschert und ist wieder weg. Ja, ja. Wenn du nicht resonierst, das ist wie die Anzeigen in einer Zeitung, wenn du eine Zeitung überfliegst. Du reagierst auf Reizauslösern und das Erste ist wichtig, ob du das jetzt als wichtig, als positiv oder negativ bewertest, dann resonierst du. Mhm. Also auch wenn du eine Zeitung durchblätterst, überfliegst, Anzeigen. Das sind so viele Anzeigen, die auftauchen, die du gar nicht registrierst. Jetzt ist die große Frage, tauchen die eigentlich überhaupt auf, wenn du nicht drauf resonierst? Mhm. Sobald du dir jetzt Gedanken machst, sind sie natürlich da, die Anzeigen, die du nicht beachtest. Das ist wieder unser Thema mit Schnipp, war jetzt die ganze Zeit deine Brille da. Ja. Sobald du dich jetzt fragst, war die ganze Zeit meine Brille da oder beim Autofahren die Windschutzscheibe, machst du dein Zeitfenster auf, dass du denkst, die letzte Zeit. Und sobald du dich fragst, war die Windschutzscheibe beim Autofahren eigentlich vor mir, denkst du an die Windschutzscheibe und erzeugst in dir das Gefühl, dass die ganze Zeit da war. Weil in dem Augenblick, wo du diese letzte Stunde, wo ich Auto gefahren bin, hat auch meine Windschutzscheibe und das Lenkrad existiert, schon durch die Fragestellung legst du diese zwei jetzt gedachten Objekte, die Windschutzscheibe und das Lenkrad, den Tacho meinetwegen, legst du in dem Moment auf die letzten 10 Minuten drauf, die du dir jetzt denkst als Zeitfenster. Ja. Habe ich so oft erklärt. Kannst du sofort überprüfen. Aber ist es da, wenn du nicht dran denkst? Haben wir nicht festgestellt, wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht? Genau. Es ist zwar da, rot geschrieben, als Seinsmöglichkeit auf dem Speicher. Mhm. So wie wenn du einen Film anschaust, jetzt immer nur das Bild existiert, das jetzt auf dem Bildschirm ist. Ja. Und alle anderen Bilder sind zwar trotzdem da, aber die sind im Arbeitsspeicher. Der übrigens jetzt existiert, weil man den Arbeitsspeicher denkt. Existiert der Arbeitsspeicher, wenn du nicht an den Arbeitsspeicher denkst? Ich sage immer, hat jetzt die ganze Zeit das Programm Skype existiert? Dann sagt deine Logik ja selbstverständlich, sonst können wir ja nicht skypen. Jetzt existiert es ja wieder, weil jetzt denkst du an das Programm Skype. Aber es existiert nicht, wenn du nicht an das Programm Skype denkst. Da existiert auch dein Gehirn und dein Körper nicht, weil alles ganz anders ist. Diese Bilder, die ich jetzt in dir wachrufe, BILDR, im Kind erweckt, hebraisiert. Mhm. Weil ich dir erkläre, dass es wirklich ein höherwertiges Betriebssystem, ein Programm, das wirklich alles ganz anders ist. Es ist an einen Urknall und an eine Materie, die unabhängig von dir existiert, zu glauben, an Dinge, die du jetzt denkst und dir im selben Moment einzureden, dass du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast. Mhm. Da kann ich 1000-mal sagen, mit was sollte denn etwas Ausgedachtes denn sonst was zu tun haben? Doch zuerst einmal mit dem, der sich's ausdenkt. Ohne ihn wird es doch die Dinge, die du dir ausdenkst, gar nicht geben. E ist eben. Wir reden von Gedankenwelt. Ja. Hast du diese Worte schon mal verstanden? Hast du, es ist doch ganz einfaches Deutsch, dass dieses nicht wahrhaben wollen von dem, was du selbst bist, rot geschrieben. Das nicht wahrhaben wollen von dem, was ich dir erkläre, was du bist. Das ist die Quelle von Leid. Ja. Und ich wiederhole nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du akzeptierst, was du bist. Und dann nützen dir deine Devervine-Videos und deine Dolly-Videos auch nichts. Die erklären das zwar perfekt, was du bist, aber nicht so konsequent. Genau. Da ist immer noch dein Wunscherfüllung und wie du dich glücklich machen kannst. Ja. Wenn du das bist, was du bist, bist du das Glücklicht. Schlechthin. Genau. Du bist dann das Wesen Licht.
Ja. Als Wesen bist du nur reines symbolisches rotes Licht. Du bist Energie. Du bist mit mir E Quadrat. Das ist die Ruheenergie, die ständig ihre Form umwandelt, ständig sich in eine andere Form umwandelt, ohne dass sie sich selbst ändert. Dann bist du die 200 Gramm rote Niere. Ja. Die bist du eigentlich schon immer, du hast es bloß vergessen, weil du dich lieber als eine Form von dir selber siehst, die vergänglich ist. Und dann kämpfst du ums Überleben. Und das Schöne ist, dass ich dir deinen Wunsch erfülle. Du darfst bis in alle Ewigkeit der Holger sein, du darfst bis in alle Ewigkeit die Helene sein oder der, der du jetzt zu sein glaubst. In deinen täglich Christus mal mit dir doch. Ohne dass du es mitkriegst. Ob das schon der Weisheit letzter Schluss ist, jeden Morgen aufstehen ums Überleben, scheinbar ums Überleben kämpfen zu müssen, bis du abends wieder einschläfst und dann sagst, Gott sei Dank, der Tag ist rum, um den dann immer wieder zu wiederholen und immer wieder zu wiederholen, bis in alle Ewigkeit. Bis du dich eines Besseren, eines Geistreicheren besinnst. Und das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwelche Brüssel in deinem Traum von irgendetwas überzeugen müsstest. Ja. Was in einem gewissen Maß, wenn du aufpasst, die Depper weinen und die Dolleos machen. Ja. Ich kann immer nur sagen, denn ihr Problem ist, denn ihre Ansprechpartner sind noch die, die sie sich ausdenken. Ja. Mein Ansprechpartner ist der, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Und sich selbst. Nur der eine. Nur du. Alles, was ich mache, die ganzen Offenbarungen, all das. Ja. Nur für dich. Danke. Und dann gehst du dann wieder in eine Form, dann doch wieder für mich, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Wir sind eins. Du bist noch eine Runde Mensch. Du kriegst das Geschenk des Wissens. So ist es. Ein Geschenk ist, wenn du was mit Freude tust. Darum sage ich immer wieder, wenn du jetzt anfängst, die Offenbarungen zu studieren oder dich mit Sprache auseinanderzusetzen, im Sinne der Offenbarungen, mit der Vatersprache, mach es nur, wenn es dich im tiefsten Innern wie ein Kind interessiert und du Freude dran hast. Das ist, wenn ich immer sage, wenn du am liebsten 20 Bücher gleichzeitig lesen würdest, weil es dir nicht schnell genug geht. Wenn dann noch in dir drin ist, so, das verstehe ich ja eh nie und mühselig, ich mache lieber was anderes, mach das andere. Ja. Weil das wäre dann Kaufmannsdenken. Genau. Und Kaufmannsdenken mache ich überhaupt nicht leiden. Was nicht heißt, dass es ein Feindbild von mir wäre, es straft sich von selbst. Genau. Und fange mal an, in einer intensiven, wertfreien Selbstbeobachtung festzustellen, wie du dich immer noch selbst belügst. Das machst du automatisch, wenn du deiner Logik vertraust. Nee. Da wirst du merken, das Einzige, was hilfreich ist, diese ganz simplen Beispiele aus den Selbstgesprächen und den Vorträgen von dem Brüssel-Udo, die ja. immer wieder anzuhören und die Verwandlung, die passiert, erlebt nur der, der es zulässt. Das ist, mir fällt jetzt spontan unser Castini ein, die war in den Fiegenstall-Vortrag in dem ersten. Und wo sie sagt, da habe ich jetzt wieder Auszüge reingebracht, der sehr, sehr tief ist, auch über die Sprache geht. Und wo sie sagt, das ist so irre, wie ich, da war es das erste Mal vom Vortrag und sie sagt, ich verstehe das ja überhaupt nicht, wo er in die Dora reingeht und Zeug und war. In Dennach reingeht und wird er auffächert und Astrologie und all das ganze Zeug. Und jetzt nur, glaube ich, 5 oder 6 Jahre später, wenn sie jetzt anhört, geht ihr das Herz auf. Genau. Ja, es ist aber doch wie das Kind, wenn ich immer wieder sage, du bist der Junge, und ich sage, stell dir vor, Mädchen, du bist 7, 8 Jahre alt, stell dir vor, Mädchen, steck dir die Zunge im Mund. Es sind die Wachstumsstufen, wenn du dann in die Pubertät kommst und es passiert, wenn du die Reife hast, jetzt natürlich, immer jetzt, wenn du auf den entsprechenden Zeiten bist. Ja. Dann wirst du das ganz anders sehen. Ich kann auch sagen, wenn du jetzt die Rolle eines Mädchens spielst, stell dir vor, Junge, steck dir die Zunge im Mund. Und dann liegst du in deinem Bettchen und dann ist irgendwas in dir drin, wo du an nichts mehr anders denken kannst. Wann passiert es endlich? Alles, was heute für dich böse und schlecht ist bei einem Ebenenwechsel, wird genau gespiegelt, das genaue Gegenteil. Dass das Auflösen von Dingen, die Vergessenheit, plötzlich ein Segen wird. Du freust dich, wenn du als Bewusstsein bewusst beobachtest, dass das Ding, das du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, immer vergesslicher wird, dass sich dieses Wissen und damit das Leben auslöscht und damit zwangsläufig durch dieses Nichts der Auslöschung das Bewusstsein immer größer wird. Das ist dieser Knick. Ja. Die Bewusstseinskurve. Genau. Und dann bleibt die Zeit stehen. Im Kleinfeld meine schöne Weltbevölkerungskurve,
im Vergleich mit der Bewusstseinskurve. Wir reden hier nicht von Wissen. Wissen, Intellekt ist was ganz was anderes. Es geht hier nicht um Quantität, sondern um Qualität. Lassen wir es jetzt gut sein, wann denn sonst? Ich will nur noch eine Runde leben. Ich sage tschüss.